Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM Boulevard. Unser heutiger Gast, Erich von Däniken. Herr von Däniken, ich kenne Sie schon sehr, sehr, sehr lange über Ihre Bücher, aber jetzt lerne ich Sie zum ersten Mal hier persönlich kennen. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Ist mir ein Vergnügen und auch eine Ehre. Danke Ihrerseits. Können Sie uns sagen, wo wir uns hier befinden? Wir befinden uns in Interlaken. Interlaken ist ein Städtchen im Berner Oberland. Und da gibt es einen Park, einen Erlebnispark, der heißt Jungfraupark. In diesem Jungfraupark gibt es 7 Pavillons und in jedem Pavillon wird ein anderes rätselhaftes Thema aus der Vergangenheit behandelt. Hier sind wir im Pavillon Ägypten. Mhm. Sie haben mit diesem Park zu tun, Sie haben die Texte geschrieben. Ja, seinerzeit, ich hatte auch die Idee zu dem Park und ich habe alle Texte gemacht, sowohl der Hauptshows wie der Nebenshows. Nebenshows, die Zuschauer haben Kopfhörer an und können in 14 Sprachen hören, um was es überhaupt geht. Und ich habe mich sehr, sehr bemüht, dass der Park nicht zum Ort der Rechthaberei wird. Alle die Pavillons, alle die Rätsel, die Sie sehen, die existieren. Das, was wir zeigen, gibt es irgendwo in der Welt. Aber wir haben keine Antwort drauf. Und deshalb in jedem Pavillon endet alles mit Fragezeichen. Mhm. Das heißt, Sie beschreiben eben auch die übrig gebliebenen Weltwunder, wo wir nicht bis zum Schluss sagen können, wir wissen, wie es gemacht wurde. Zum Beispiel, wir wissen bis heute nicht genau, wie sind die Pyramiden entstanden. Wissen wir nicht. Wissen wir definitiv nicht. Es gibt viele Theorien, gangbare, machbare Theorien. Es gibt sehr kluge Ingenieure auf diesem Planeten, die immer wieder mit neuen Ideen daherkommen. So hätte man es machen können. Und so hätte man es tatsächlich machen können. Der Witz ist nur, war denn die entsprechende Technologie da vor 4.500 Jahrtausenden? Cheops ist ein Pharao der 4. Dynastie, rund 2.500 vor Christus. Sein Vater war Snorfu, der kam direkt aus der Steinzeit, sein Großvater erst recht. Jetzt kann man Lösungen bieten. Also man hat die Pyramidensteine transportiert mit Hebebühnen, mit Rampen, mit Seilliften. Das geht alles. Aber die Technologie war zu der Zeit gar nicht da. So, wir unterschieben eine Technologie, die nicht vorhanden war. Und damit fängt das Problem schon an. Mhm. Abgesehen davon, bei der großen Pyramide haben wir ein Problem, was den Erbauer betrifft. Ich glaube kein Wort von Cheops. Mhm. Könnte man heute die Cheops-Pyramide mit der Präzision bauen, wie wir sie heute sehen? Wäre das heute möglich? Wahrscheinlich schon, aber ein Riesenaufwand an Technologie. Ich mag daran erinnern, es ist jetzt etwa 30 Jahre her, da hat man den Aswan-Staudamm gebaut, oder vielleicht schon 40 Jahre her. Jetzt geht es weiter oben am Nil, gibt es einen alten ägyptischen Ort, der heißt Abu Simbel. Wegen dem Stauwasser wäre Abu Simbel ersunken im Wasser. Jetzt hat man einen riesigen Technologieaufwand betrieben, um diese Balken, diese Querbalken, diese Statuen ein paar Meter höher zu transportieren. Da waren Baukräne auf Schienen etc. Und da frage ich mich hinterher, wir zerschneiden die Staaten so in 20 Tonnen Blöcke. Wie haben es eigentlich die Alten gemacht? Die hatten unsere Technologie nicht und sie haben die Statue nicht zerstückelt. Sie haben sie als Ganzes transportiert. So, wir haben immer noch offene Fragen. Herr von Däniken, können Sie jemanden, der Sie nicht kennt, die ganz junge YouTube-Generation, können Sie erklären, was machen Sie hauptberuflich? Ich bin Schriftsteller mit einer an sich ziemlich verrückten Idee. Vor 60 Jahren kam ich mal auf den Gedanken, hatten unsere Vorfahren Besuch aus dem Weltall? Wie kommt man auf so einen Gedanken? Ich bin sehr katholisch erzogen. Mein Vater fand, ich sollte etwas Theologisches werden, steckte mich 6 Jahre in ein Jesuiteninternat hier in der Schweiz. Da mussten wir lateinisch-griechisch Teile der Bibel übersetzen, von einer Sprache in die andere. Ich war ein sehr, sehr gläubiger junger Herr. Der liebe Gott meiner Jugendzeit, der war absolut das Größte. Übrigens heute noch, ich habe meinen lieben Gott, den Glauben, nie verloren. Mhm. Nur, der Gott musste ein paar minimale Eigenschaften haben. Gott zum Beispiel ist allgegenwärtig. Er braucht kein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Er ist überall. Gott ist fehlerlos. Er macht keine Fehler. Gott steht außerhalb der Zeit. Er muss kein Experiment machen und warten, wie geht's aus. Das weiß er vorher schon. Jetzt lese ich diese Bibel als 16-Jähriger. Übersetzen. Jetzt schlagen Sie mal zum Beispiel Moses auf. Bevor der liebe Gott der Bibel auf den heiligen Berg herniederfährt, befiehlt er dem Moses, Moses solle einen Zaun um den Berg herum bauen, damit das Volk nicht hereinbreche, sonst würde das Volk vernichtet. Moses baut den Zaun, Israeliten in sicherer Distanz, der Herr fährt hernieder mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Gestank, Sand wird aufgewirbelt, man liest, der ganze Berg glühte wie ein Schmelzofen. Ich habe mir als 60-Jähriger gesagt, mein lieber Gott, muss nicht zuerst einen Zaun zum Schutz bauen lassen. Der macht das ganz anders. Wie kommt das? Oder die Geschichte mit der Sintflut.
In so vielen Überlieferungen weltweit liest man, dass irgendwer wusste, es kommt eine Flut. Und dieser Irgendwer wird in der jeweiligen Religion Gott genannt. In der Bibel der Gott des Alten Testaments. Aber bei anderen Kulturen, das kommt beim Gilgamesch-Epos schon vor im alten Sumer oder bei den Kogi in Kolumbien, ein anderes Wesen, aber immer etwas Göttliches. Dieses göttliche Wesen warnt die betreffende Gruppe, es wird eine Flut kommen, baut ein Schiff. Er gibt ihnen sogar oft Anweisungen, wie groß, wie lang, wie breit etc. Schiffsbau ist Technologie. Es müssen Bäume gefällt werden, es müssen Bretter gemacht werden, geschraubt, geleimt etc. Um ein Schiff zu bauen, braucht es mindestens 1,5 Jahre. So, der sogenannte Gott, der den Befehl gab, ein Schiff zu bauen, war kein allmächtiger Gott. Er konnte nicht so machen. Hier habt ihr ein Schiff. Zudem wusste die Figur, die die Menschen warnte, mindestens 1,5 Jahre vorher, dass eine Flut kommen wird. Nicht nur wie eine Wetterprognose von heute. Hallo, wir können eine Wetterprognose machen auf nächsten Samstag. Nein, eine Prognose mindestens 1,5 Jahre, wenn nicht noch mehr, sonst hätten die keine Zeit gehabt, ein Schiff zu bauen. Hallo, was stimmt hier nicht? Die Flut war beabsichtigt. Die ist gemacht worden. Das war keine Naturkatastrophe. Die wussten sie im Vornherein. Und wir wussten, wieso. Das kommt in verschiedenen alten Büchern vor, weshalb die Flut ausgelöst wurde. Mhm. Das, was Sie beschreiben, wenn man das jetzt zu Ende denkt, sagen Sie, okay, die da eingewirkt haben, die wir als die Götter sehen, das waren gar keine Götter, das waren Personen von außerhalb. Richtig. Oder moderne Menschen, die übrig geblieben sind? Nein, nein, nein. Vor Jahrtausenden kamen mal Außerirdische. Unsere Vorfahren lebten in der Steinzeit. Die begriffen überhaupt nicht, was sich abspielte. Sie meinten irrtümlicherweise, die Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. Aber unsere Vorfahren wussten das nicht. Die Götter sind eingewandert in die Legenden, in die Mythen, in die antiken Religionen. Sie sind die Begründer der antiken Religionen. Alles ist auf einem Irrtum aufgebaut. Mythos. Mythos. Mhm. Die sogenannten Götter, die Außerirdischen, verhielten sich so, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. Sie haben ein paar Stämme studiert, ein paar Sprachen gelernt, ein paar Ratschläge gegeben. Irgendwann haben sie sich verabschiedet. Ein paar Menschen lernten übrigens ihre Sprache. Irgendwann haben sie sich verabschiedet mit dem Versprechen, wir werden wiederkommen in einer fernen Zukunft. Das Wiederkunftsversprechen ist eingewandert in alle Kulturen der Welt, bis auf den heutigen Tag, in alle Religionen. Also das Warten auf den Messias ist das Warten auf diese... So, wie sind die denn nach Ihrer Theorie, wie sind die denn auf die Erde gekommen? Mit irgendwelchen Raumschiffen, vermutlich mit einem Generationenraumschiff. Ein Generationenraumschiff muss man sich vorstellen, ein riesiges Rad, kreisförmig. Das Rad dreht sich dauernd um die eigene Achse. Das wiederum ist zwingend. Durch die Eigenrotation entsteht im Innern des Rades Zentrifugalkraft. Sie werden Saft an die Wände gedrückt, sie haben Boden unter den Füßen. Wenn ein solches riesiges Schiff die Distanz, oder sagen wir nur 2% der Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Die heutige Fachwelt ist der Meinung, in 100 Jahren der Zukunft erreichen wir 2% der Lichtgeschwindigkeit. Nicht so wahnsinnig. Bei 2% der Lichtgeschwindigkeit würde es die Distanz von 10 Lichtjahren in 500 Erdenjahren überbrücken. Das nennt man ein Generationenraumschiff. An Bord wird gelebt, geliebt, geboren und gestorben. An Bord machen die Astronomie, an Bord gibt es Fernsehveranstaltungen, an Bord gibt es Sport. Ich sage, es ist nicht langweilig, vielleicht gibt es ein italienisches Restaurant mit Spaghetti oder Schweizer Käsefondue. Das ist nicht langweilig. Und während der 500-jährigen Fahrt werden die Astronomen an Bord feststellen, wo gibt es überhaupt Sonnen mit Planeten, die erdähnlich sind. Die brauchen einen Planeten nicht zu heiß und nicht zu kalt, wo sich Wasser gebildet hat, sonst können sie nicht landen. Bis vor ungefähr 1,5 Jahren waren wir Menschen der Meinung, die Erde hat eine einzigartige Position im Universum. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, wir haben Wasser. Vor ungefähr 2 Jahren hat die NASA an einer Pressekonferenz bekannt gegeben, aufgrund der Messungen des Hubble-Weltraumteleskops, da hat man einige Planeten beobachtet, die erdähnlich sind, und Hochrechnungen, müsste man alleine in unserer Milchstraße, nicht im Universum, in unserer Milchstraße mit über 4 Milliarden erdähnliche Planeten rechnen. Die Besatzung an Bord, die Astronomen, stellen fest, welche Sonnen hat erdähnliche Planeten. Man geht gezielt auf so einen Planeten. Das Generationenraumschiff könnte überhaupt nicht landen. Das ist ursprünglich mal zwischen Erde und Mond zusammengebaut worden in Einzelteilen. Bei jeder Landung würde es zerbrechen. Das Generationenraumschiff bleibt immer im Orbit. Jetzt nimmt man kleinere Fahrzeuge, wir nennen sie heute Space Shuttle, und die kleineren Fahrzeuge erreichen die Oberfläche des neu entdeckten Planeten. Mhm. Dann gibt man der Besatzung weitere 500 Jahre Zeit.
500 war ich schon unterwegs, weitere 500 Jahre Zeit, hier eine Industriegesellschaft aufzubauen. Wie lange gibt es unsere Industriegesellschaft? 180, 200 Jahre. Die Industriegesellschaft, die wir heute haben, ist das Produkt unserer Väter, Vorväter. Die mussten alles zuerst mal entdecken, pröbeln, probieren, erfinden, etc. Elektrisches Licht, Stahl hat man nicht einfach so. Das sind lange Entwicklungsketten. Die Raumfahrer da draußen, die müssen nicht von vorne anfangen mit der Evolution der Technologie. Die haben die fixfertigen Daten in ihren Computern. Das Generationenraumschiff sagt denen, dort auf dem Kontinent findet ihr Rohstoffe, Mineralien, Erze, Uran, dort findet ihr Erdöl etc. Man gibt ihnen 500 Jahre Zeit, eine Industriegesellschaft aufzubauen. Die Industriegesellschaft wäre in der Lage, wieder ein Generationenraumschiff zu bauen. Jetzt hat man das erste Generationenraumschiff, das von der Erde kam. Jetzt bauen die ein zweites, irgendwo auf einem fremden Planeten. Jetzt hat man zwei, das alte und das neue. Jedes ist wieder 500 Jahre unterwegs. Jedes baut nach 500 Jahren wieder ein zweites. Jetzt haben sie 4, 8, 16. Jetzt kommt ein Generationenspiel in Gang oder ein Schneeballeffekt. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von nur 2% der Lichtgeschwindigkeit würden sie unsere gesamte Milchstraße in 10 Millionen Jahren kolonisieren, von einem einzigen Punkt aus. Der ganze Aufwand, den wir Menschen hätten, wäre das erste Raumschiff. Jetzt übertragen Sie das auf eine andere Zivilisation. Wir sind Ableger von einem anderen System. Das, was Sie sagen, das ist ja durchaus auch realistisch, wenn man sich überlegt, wir würden ja, wenn wir die Technologie hätten, ähnlich vorgehen. Die moderne Raumfahrt ist ja im Moment noch nicht eine wirkliche Raumfahrt. Wir bleiben ja so im interstellaren Raum. Wir gehen ja ähnlich vor, wenn wir Satelliten in den Orbit schicken mit Botschaften, wie wir Menschen aussehen. Wir würden es genauso tun. Warum fällt es uns so schwer, wenn man ihren Interpretationen zuhört, das auch zu akzeptieren, dass es auch andere Gesellschaften geben könnte, die uns da ein bisschen voraus sind? Es liegt an uns, an unserer Erziehung. Schau, auf diesem Planeten Erde gibt es grob gesagt zwei Sorten von Menschen. Die eine Gruppe ist religiös, egal welcher Religion, in allem Respekt. Die andere Gruppe ist wissenschaftlich. Die religiöse Gruppe ist überzeugt, der liebe Gott hat alles gemacht. Die Sonnen, die Planeten, die Sterne, aber auch die Pflanzen, die Tiere. Als Krone der Schöpfung hat der liebe Gott uns Menschen erschaffen. Die wissenschaftliche Gruppe ist überzeugt, alles ist Evolution, Mutation, Selektion. Aber wir sind die Spitze dieser Evolutionsspirale. In beiden Fällen, ob wir es religiös betrachten, Krone der Schöpfung, wissenschaftlich, Spitze der Evolution, in beiden Fällen betrachten wir uns Menschen als die Größten. Ja, sowas Sensationelles wie uns gibt es ja nicht mehr im Universum. Im Grunde genommen wollen wir keine Außerirdischen. In der tiefen Psychologie nennt man das Verdrängung. Wenn wir die Außerirdischen akzeptieren, sind wir nicht mehr die Größten und auch nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind zumindest nicht die Einzigen. Ja, wir weigern uns, wir schieben das vor uns her, solange es geht. Aber es geht nicht mehr lange. Der Wechsel des Denkens, der Wechsel des Zeitgeistes ist längst eingeläutet worden. Jetzt überlege ich mir, ich wäre ein Außerirdischer und ich würde feststellen, bei dieser Spezies, okay, die haben vor ein paar Jahren Atomwaffen angewendet und schlagen sich aber immer noch die Schädel ein. Ich wüsste nicht, ob ich hier landen würde, weil das Erste, was ich mir denken könnte, ist, dass die aktuelle Macht meine Technologie haben wollte, um sie gegen den Rest auf diesem Planeten anzuwenden. Also gibt es diese Außerirdischen schon? Beobachten sie uns? Aha. Sind sie gelandet oder sagen sie, dieser Planet ist im Grunde verloren? Man schaut sich mal an, wie das hier ausgeht. Nein, es gibt die Außerirdischen tatsächlich jetzt. Die haben vor Jahrtausenden versprochen, sie würden kommen und ich bin der Überzeugung, sie sind wieder da. Aber die wissen ganz genau, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Warum wissen Sie das ganz genau? Das ist nur ein kleiner Umweg. Es gab vor über 80 Jahren mal einen schwedischen Nobelpreisträger, der hieß Svante Arrhenius. Der Mann ist längstens gestorben, hatte den Nobelpreis für Physik. Er hat damals eine Idee in die Welt gesetzt, die nennt man Panspermia. Was ist Panspermia? Er sagt, irgendwo im Universum hat sich die erste intelligente Lebensform gebildet. Jetzt können wir fragen, stopp, wie hat es angefangen? Später, so. Die erste intelligente Lebensform hatte ein Interesse, die eigene Lebensart im Universum hinaus zu multiplizieren. Dazu schickt man am Anfang keine Raumschiffe. Man infiziert wie eine Staubwolke einen Sektor der Milchstraße mit den eigenen Lebensbausteinen. Was soll das sein? Bei uns zum Beispiel DNS. In jeder Zelle, trillionenfach. Sie infizieren einen Sektor mit DNS. Am Rande in Zürich gibt es eine international hoch
renommierte Hochschule, die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, die hat vor 2 Jahren mit DNS Versuche gemacht. Man hat DNS Hitze ausgesetzt, Kälte über längere Zeit. Man hat sogar Computerinformationen reingespeichert. Das kann man in normalen Temperatur, verhält sich das Zeug wieder normal. So, man infiziert einen Sektor mit den Lebensbausteinen. Man weiß ganz genau, der größte Teil gerät in den Anziehungsbereich irgendeiner Sonne, wird verglühen. Ein anderer Teil wird in den Anziehungsbereich von Planeten kommen, die völlig ungeeignet sind. Beispiel bei unserem Merkurplanet, viel zu heiß, da entwickelt sich kein Leben. Jupiter geht nicht. Ein Bruchteil davon landet auf Planeten, die ähnlich sind wie die, welche mit dem Spiel begonnen haben. Im Hinterkopf die 4 Milliarden erdähnlicher Planeten behalten von der NASA. Jetzt kommt die Information des Lebens. Die Information kam von außen und nicht, wie wir früher gelernt haben, in der Ursuppe zufälligerweise entstanden. Die berühmten Wissenschaftler heute sagen, die Ursuppentheorie ist vorbei. Die Information kam von außen. Jetzt kommt die Frage, ja gut, dann verschiebt ihr das. Wie hat es denn angefangen? Wir wissen es nicht. In der Religion und in der Psychologie, Philosophie sagt man, am Anfang war Gott. Gott war Wort, das Wort. Ja, und woher kam Gott? Wir haben keine Antwort. In der Wissenschaft sagt man, am Anfang war der Urknall oder die Urknelle. Ja, toll. Und woher kommt dieses Uratom? Von nichts kommt nichts, wir wissen es nicht. Wir sind Ableger von einem anderen System. Und genau dieser Gedanke findet man in allen großen Religionen, in den uralten Schriften. Mhm. Gott oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. So die Frage, Außerirdische sehen, dass wir Kriege führen, dass wir Atombomben haben. Die wissen genau, wie wir ticken. Diejenigen, die Außerirdische uns heute beobachten in Form von UFOs, die hätten die Technologie, sich jederzeit über einem Fußballstadion zu zeigen. Aber sie wissen, dass es eine Katastrophe geben würde aus der Erde. Auf dem Planeten haben wir über 1000 Religionen. Und ich bin der Meinung, jeder Religionsgründer und auch jeder Priester der jeweiligen Religion ist im Grunde ein ehrlicher Mensch. Das sind keine falschen Lügner, die sind überzeugt von ihrer sogenannten Botschaft. Jetzt kommt ein Außerirdischer, führt ein Interview im Fernsehen und der Wissenschaftler fragt ihn, ja, wart ihr schon früher da? Und der lächelt ganz süß und sagt, ja, wissen Sie, in eurer Bibel, in eurer Heiligen Schrift, da wird beschrieben, wie der liebe Gott herniedergekommen sei mit Rauch und Feuer und Beben und Lärm und der ganze Berg habe erglüht. Und die alten Israeliten meinten, das ist Gott der Allmächtige. Es war nicht Gott der Allmächtige, es war einer unserer Vorfahren. Jetzt stimmt nichts mehr. Also wir deren Apollo-Programm letztendlich genau. Gewesen. Jetzt verlieren wir den Boden unter den Füßen. Und die Wissenschaft ist in keiner besseren Lage. Die Wissenschaft ist vernünftig. Die Wissenschaft steht mit beiden Beinen da. Die erklärt uns, aufgrund von statistischen und philosophischen Überlegungen müsste es eigentlich Außerirdische geben. Aber wenn es sie gibt, wir treffen nie zusammen. Die Distanzen, das sind Lichtjahre von Stern zu Stern, wir treffen uns nie. Und selbst wenn das alles möglich wäre, Außerirdische sind niemals Menschen ähnlich. Die Evolution läuft ganz anders auf anderen Planeten. Vielleicht gibt es sprechende Elefanten und fliegende Krokodile, ich weiß nicht was. Man vergisst Panspermia. Selbstverständlich kannst du auf anderen Planeten eine andere Evolution voraussetzen mit Produkten, die unserer der Fantasie, also nicht mal fantastisch vorstellen kann. Wahnsinnig. Aber Panspermia macht es möglich, dass du auch menschenähnliche Leben hast, immer wieder auf erdähnlichen Planeten. Und das Spiel funktioniert. Wir sind Bestandteil von diesem Spiel. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn es sich so abgespielt hat, wie Sie das sagen, warum ist der Wille in einem Lebewesen da, sein Erfolgsrezept auf den Rest zu übertragen? In jeder intelligenten Spezies herrscht eine Bestie. In unseren Gehirnen herrscht eine Bestie. Die Bestie heißt Neugierde. Sie können nichts tun gegen Neugierde. Neugierde ist immer, hallo, was rieche ich? Wieso sehe ich das? Was ist das? Jetzt könnte man Neugierde mal übertreiben ans Ende der Neugierde. Nehmen wir an, die Menschen hätten alles entdeckt, was es auf dem Planeten gibt. Wir hätten die Tiefsee durchforscht, wir hätten ein Loch durch die Erde gemacht. Wir kennen unser Gehirn und alles. Aber jetzt sehen wir kleine Lichtlein am Nachthimmel. In verschiedenen Helligkeitsfragen. Wir sehen einen Planeten, einen Mond, der aufgeht nicht. Die Neugierde zwingt uns zu fragen, was ist das? Ist das eine Sucht? Nein, das ist ein Trieb. Wir haben keine Wahl. Jede intelligente Spezies
wird früher oder später Raumfahrt betreiben, sofern sie sich vorher nicht umbringen auf dem langen Weg zur Evolution. Ja. Sie sind jetzt 83 Jahre alt, kommen überhaupt nicht so rüber. Sagen Sie, sind ja niemand, der den Ruhestand kennt. Sie als Rentner kann man sich gar nicht vorstellen. Was machen Sie denn eigentlich 2018? Ich glaube, der Terminkalender ist relativ voll. Also ich hasse Ferien. Ich kann nicht mal ein paar Stunden in einem Liegestuhl liegen. Das ist grauenhaft. Ich bin dauernd aktiv. Mich treibt so eine Art missionarischer Eifer, aber ohne jede Rechthaberei. Ich liebe die Diskussionen mit Skeptikern. Die haben gute Argumente. Nur auf längere Sicht, in meinem Fachbereich weiß ich mehr als die Skeptiker. Was völlig verständlich ist, wenn ich mich mit einem Geologen oder Astronomen unterhalte, weiß der auch mehr in seinem Fachbereich als der kleine Erich. Das ist normal. So, ich liebe die Diskussion. Dieser innere Antrieb treibt mich wie eine Art missionarischer Eifer, aber nicht rechthaberisch. Am Ende jeden Vortrages, jeden Abend weltweit, sage ich immer, verehrte Gäste, bitte glauben Sie die Geschichte nicht. Ich drehe mich noch im Grab um, wenn irgendwelche Spinner daherkommen und aus meinem Gedankengut sowas wie eine Sekte machen. Das ist das Hinterletzte. Ja, wieso mache ich es denn? Wieso stehe ich hier als 83-Jähriger? Weil ich überzeugt bin, wir haben hervorragende Argumente aus der antiken Literatur, auch aus den Bauwerken, aus den Skulpturen. Wir haben hervorragende Argumente, um die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Tut's mal endlich und legt eure Vorurteile ab. Das ist meine Botschaft. Fühlen Sie sich unverstanden? Ja, eigentlich schon, aber nur von denen, die nicht wollen. Ich mache immer wieder die Feststellung, die schärfsten Kritiker, ihr müsst irgendetwas daherwerfen und dann kommt man mit ihnen zusammen. Die haben nichts gelesen. Sie haben einfach ihre Vorurteile. Solche oder sie haben über Sie gelesen, aber nie über mich gesprochen. Über mich, aber mich nicht gefragt. Mhm. Wie meinen Sie das? Wie kommen Sie dazu? Wobei ich mich selbstverständlich oft schon geirrt habe. Das gehört alles dazu zum Leben. Mhm. Sie sind aber kein Ufologe. Damit haben Sie nichts zu tun. Ich habe noch nie im Leben ein UFO gesehen. Himmeltraurig. Ich kenne so viele Menschen, ehrliche Menschen, auch wissenschaftlich geschulte Menschen, auch Piloten, die mir ihre UFO-Berichte geschildert haben oder geschrieben haben. Und ich weiß, die haben nicht gelogen. Ich kenne auch einen amerikanischen Astronauten, den Ed Mitchell, ist inzwischen gestorben, war der 6. Mann auf dem Mond. Die reden alle unglaublich positiv über UFO. Der ehemalige Direktor der französischen Weltraumbehörde, der CNES, Yves Sila heißt er, ehemalig, er sagt, selbstverständlich wissen wir, es passieren immer wieder Dinge im erdnahen Raum und auch im weiteren Erdraum, also Richtung Mond. Da tauchen Objekte auf mit Geschwindigkeiten, Flugeigenschaften. Wir können sie anmessen, wir haben sie im Radar, aber wir wissen nicht, was es ist. So, da gibt es Leute, die stehen dazu heute, immer meistens, wenn sie pensioniert sind. Sie sind jemand, der, ich glaube, über 40 Bücher geschrieben hat, wenn ich richtig informiert bin, die in 32 Sprachen übersetzt wurden. Ich glaube, 60 Millionen Bücher verkauft. Ja, in etwa 75. Inzwischen. 75, also wir irren uns natürlich, weil das so schnell geht. Ich bin trotzdem nicht reich geworden. Ja, Sie sind sehr erfolgreich auf diesem Gebiet, aber auf mich machen Sie auch diesen Eindruck, positiv sehe ich das ja an Getriebener. Was ist denn Ihr Antrieb, dass Sie könnten sich ja mit 83 schon mal zur Ruhe setzen? Machen ja, Sie aber ja nicht. Wäre todlangweilig zur Ruhe setzen, dann wäre ich. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch wissen? Sie sind ja ständig auch bei der Pyramidenforschung wieder am Start. Sie fahren jetzt auch nach Peru, gucken sich wieder Pyramiden an. Können Sie, um auf die Pyramiden zu kommen, die ja die Menschen überall faszinieren, vielleicht mal erklären, es gibt nicht nur die Cheops-Pyramiden oder in Peru und Mexiko, sie sind überall auf der Welt. Es gibt Pyramiden weltweit, trotzdem haben sie kaum etwas miteinander zu tun. Zumindest nach offizieller Lehrmeinung ist die Pyramiden in Ägypten, also Saqqara, das beginnt mit der Stufenpyramide, und bald der Mann Cheops, der vierte Dynastie, das sind die ältesten Pyramiden der Welt. Später gab es Pyramiden in Zentralamerika, also in Mexiko, in Guatemala, Tikal zum Beispiel, das sind Pyramiden der Maya. Aber das ist nicht mehr 2.500 vor Christus, etwa 600 vor Christus beginnt das. Da liegen schon 2000 Jahre dazwischen. Dann haben wir in Asien natürlich Pyramiden, also in Indien hast du viele, viele Tempelpyramiden. Die sehen aus wie steile Türme, vergleichbar den Pyramiden in Zentralamerika. Die haben wiederum nichts mit denen zu tun. Immerhin, die Menschen haben weltweit Pyramiden errichtet. Warum? Vielleicht wollten sie den Göttern näher sein, vielleicht wollten sie den Sternen näher sein, vielleicht wollten sie in Ruhe betrachten können und hören können. Was das ursprüngliche Motiv ist, wissen wir nicht. In Ägypten wird gesagt, die Pyramiden seien Grabmäler gewesen für die verschiedenen Pharaonen. Stimmt nur teilweise. Also in der dritten Dynastie zum Beispiel das Grab von Unas, da fand man einen Sarkophag mit einer Mumie. Sechemhet ist auch wieder von der dritten Dynastie. Da fand man zwar einen Sarkophag, aber keine Mumie. Cheops, über den wir jetzt reden, die Cheops-Pyramide, da fand man auch einen Sarkophag in der sogenannten Königskammer, aber der war offen und keine Mumie drin.
Die ganze Cheops-Pyramide nennen wir Cheops-Pyramide, weil wir annehmen, Cheops sei der Erbauer. Aber der Cheops selber, wenn das denn war, hat nicht eine einzige mickrige Inschrift hinterlassen. Herodot ist ein Historiker, so 2500 vor Christus, ein Grieche. Der war in Ägypten, hat darüber geschrieben. Und Herodot ist der einzige der antiken Historiker, der sagt, man habe ihm erzählt, ein Tyrann namens Khufu, Khufu ist das griechische Wort für Cheops, habe die große Pyramide gebaut in der Zeit von 20 Jahren mit Hilfe von 100.000 Sklaven. Herodot, der Historiker, ist der einzige, der den Namen Cheops bringt. Er sagt, Cheops war ein Tyrann. Wenn Cheops ein Tyrann gewesen wäre, und er wäre der Erbauer der großen Pyramide, müsste es im Innern der Pyramide wimmeln von Inschriften zu seinen Ehren. Es liegt in der Natur des Menschen, Tyrannen sind alles eitle Affen. Es gibt nicht eine einzige mickrige Inschrift mit dem Wort Cheops. Es wird zwar argumentiert, oberhalb der Königinnenkammer gibt es 4 sogenannte Entlastungskammern. Und in einer dieser Entlastungskammern ist mit roter Pinselfarbe das Wort Khufu, Cheops, draufgeschrieben worden. Und da hat man dann lange als Beweis genommen, hier hat irgendein Arbeiter das hingekritzelt. Inzwischen weiß man definitiv, also außer jedem Zweifel, die rote Pinselfarbe ist eine Fälschung, ist gemacht worden, 1800 sowieso von einem britischen Militäroberst, der heißt Oberst Weiße. So. Alle anderen Historiker außer Herodot, die auch in Ägypten waren, vor rund 2000 Jahren, also Diodor, Strabon, Plutarch, alle die klugen Herren, die standen auch vor der Pyramide. Die haben alle auch die Ägypter gefragt, wer hat sie gebaut? Und die sagten, wir wissen es nicht, weil es vor der Flut war. Die Flut habe alles weggewischt, also alle Briefe, Dokumente, Bücher. Sie wissen nicht, wer es war. Aber 2 antike arabische Historiker, Ibrahim Abdul al-Makritzi heißt der Reine und der Abd al-Mamun, berühmte Leute in der arabischen Welt, schreiben beide, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden von einem Herrscher, der hieß Saurit. Dann präzisieren sie, Saurit ist dieselbe Gestalt, welche die hebräische Gemeinde Henoch nennt. Im Buch Henoch. Ja, und die griechische Hermes. Bei den Griechen ist Hermes der Götterbote, der immer hin und her fährt, von den Göttern, Menschen und Lehrmeister. Henoch ist hebräisch, es gibt ein Buch Henoch. Henoch beschreibt, was passiert ist. Er kam mit Fremden in sein Raumschiff, er hat ihre Sprache gelernt, sie haben ihn unterwiesen in allen Bereichen, auch in Astronomie und auch im Ingenieurwesen. Er hätte die Planung gehabt, um die Pyramide zu bauen. Und die Alten sagen, es sei Henoch gewesen. Im Buch Henoch, in dem das wir haben, schreibt der Henoch, er habe 100 Bücher geschrieben, mit den Wissenschaften, alles diktiert von den Wächtern des Himmels, bevor er die Erde verlässt. Henoch ist der erste Mensch, der die Erde in einem feurigen Wagen verlässt. Steht in der Bibel, Alten Testament, vor der Flut. Bevor er die Erde verlässt, besuchte er seine Söhne und Töchter noch. Er hat viele Kinder auf der Erde. Der älteste Sohn heißt Methuselah. Er übergibt seinem Sohn über 100 Bücher mit den Worten, hier, mein Sohn, übergebe ich dir diese Bücher, geschrieben von deines Vaters Hand. Hebe sie sorgfältig auf für die Geschlechter nach der Flut. Jetzt kommen arabische Historiker und sagen, Henoch habe die Pyramide gebaut. Von der Planung her wird es funktionieren. Das Wissen hätte er. Die Pyramide selbst ist von uns gebaut worden. Die ganze Drecksarbeit, der Schweiß, der Blut, die Tränen haben wir gemacht. Die Fremden haben sich nie die Finger schmutzig gemacht. Aber sie wussten, wie man plant. Macht's das. Jetzt in unserer Zeit finden wir mit modernsten Mitteln, man nennt das Georadar, man kann durch die Steine durchsehen. Es gibt auch Messungen aufgrund der kosmischen Strahlungen, sogenannten Myonen. Wir wissen heute mit modernsten Messungen, es wimmelt von Kammern und Korridoren in der großen Pyramide. Vor ein paar Wochen hat das amerikanische Wissenschaftsmagazin Nature einen ganzen Artikel gebracht. Amerikanische Physiker haben wieder einen großen Raum entdeckt. Groß wäre es 40 Meter lang, etwa 7 Meter hoch. Jetzt sagt man sich ja, Himmel nochmal, wenn wir wissen, es gibt Räume und Korridore, wieso gehen wir da nicht rein? Weil du nicht kannst. Die Zugänge sind klein. Das sind solche Schächte von etwa 14, 15 Zentimetern Seitenlänge. Da kann kein Mensch reinkriechen. Die Planer von seiner Zeit wussten ganz genau, erst eine High Society, High-Tech-Society kann rein. Ich für meinen Teil wäre nicht überrascht,
wenn wir demnächst die Bücher Henochs finden in der großen Pyramide. Mhm. Glauben Sie das, oder ist es im Moment in der Mache, dass man kleine Roboter reinschickt, die da reinfahren mit Ketten und sich das anschauen? Gibt es so etwas? Das ist passiert, ja, vor rund 25 Jahren. Ein junger deutscher Ingenieur, sein Name ist Rudolf Kantenbrink, wir kennen uns sehr, sehr gut, der hat einen Roboter gebastelt und ist reingefahren in einen Schacht von der Königinnenkammer aus. Dort gibt es zwei Schächte, einer der Südwand, einer der Nordwand. Und die beiden Schächte kennt man erst seit etwa 160 Jahren. Vorher waren die Wände dicht. Anyhow. Wenn Sie mit der Lampe reinzünden, sehen Sie, die Schächte laufen etwa 2 Meter horizontal. Dann geht schräg nach oben im Innern der Pyramide. Die ganze Ägyptologie war überzeugt, beide Schächte sind nur symbolisch zu verstehen, damit die Götter Osiris, Isis, die Pharaonen zu den Göttern gehen können. Dann fuhr der Roboter von Rudolf Kantenbrink rein, ein Stahlgerippe mit 7 Elektromotoren, Halogenscheinwerfern, alles bewegbar etc. Die Fachleute waren der Meinung gewesen, die Schächte sind 8 Meter lang, dann enden sie blind. Der Roboter fuhr immer höher, immer höher. 62 Meter quer hinauf im Inneren der Pyramide, kam vor einer kleinen Türe zum Stillstand. Die kleine Türe hatte 2 Metallbeschläge. Man nahm an, es ist wohl Eisen. Zu Hiobszeiten gab es nichts anderes. Einer der kleinen Beschläge war abgebrochen. Der lag unten links am Boden. Der Roboter, ein anderer Roboter der amerikanischen Gesellschaft National Geographic Society, hat später ein Loch in das Türchen gebohrt. Dann hat man gesehen, dahinter ist nach 22 cm eine Wand. In der Kamera hat man gesehen, die Wand hat ein paar Risse. Dann kam vor etwa 12 Jahren ein reicher Mann aus Singapur, der hat wieder einen Roboter gebaut, also Roboter Nummer 3. Er hat vorgeschlagen, sein Roboter würde Schallwellen aufsenden und die Wand, die da Risse hat, würde zerbröseln. Die Altersverwaltung war nicht einverstanden. Man hat ihm gestattet, er dürfe ein Loch bohren. Ganz dünn. Nur so dünn, dass man mit einem Endoskop rein kann. Das ist geschehen, das Loch ist gebohrt worden. Das Endoskop hat ein paar hundert Bilder geschossen. Kleine Bilder. Der Computer setzt sie in der richtigen Reihenfolge zusammen. Dahinter ist der nächste Raum. Polierte Wände, glatt. Wir kommen nicht weiter. Wir sehen zwar inzwischen in bestimmte Räume rein. Wir lernen wirklich das Staunen wieder. Wir merken durch Georadar oder durch Myonen, Weltraumstrahlung, es wimmelt von Kammern und Korridoren in der großen Pyramide. Aber ran können wir nicht. Nur Hightech kann ran. Und diejenigen, die es geplant hatten, wussten das auch. Wenn in der Vergangenheit, vor 1000 Jahren, irgendein größenwahnsinniger Pharao irgendwelche Löcher hätte aufbrechen wollen, er wäre nicht weitergekommen. 62 Meter schräg hinauf von der Königinnenkammer. Er kann nichts, sie brauchen Hightech. Können Sie mir erklären, warum es Menschen gibt, die diese Faszination, die Sie auch mit den Pyramiden verbinden, warum die sagen, es muss doch auch mal Schluss sein, das Ding ist doch jetzt zu Ende erforscht? Ja, es gibt Dinge, die irgendwann mal zu Ende erforscht sind. Aber bei der großen Pyramide ist das nicht der Fall. Also bei den Pyramiden in Zentralamerika, zum Beispiel in der Maya-Pyramide in Tikal, die ist zu Ende erforscht. Wir wissen, was drin ist und was drunter ist und so weiter. Aber in Ägypten, zumindest bei den großen Pyramiden, wissen wir es tatsächlich nicht. Also wenn ich Sie richtig verstehe, die berühmteste Pyramide der Welt, die Cheops-Pyramide, die wurde zwar von Menschen gebaut, aber sie bekam praktisch einen Technologietransfer von außen. Richtig. Mhm. Die Planung kam von außen. Schau. Im Buch Henoch, das Buch Henoch hat man gefunden vor rund 160 Jahren in einer Klosterbibliothek in Äthiopien. Es ist dann übersetzt worden vom alten Äthiopischen auf Englisch und im Jahr 1900, also 1900, von Professor Dr. Emil Crouch, einem deutschen Gelehrten, vom Englischen ins Deutsche. Das Buch Henoch. Henoch schreibt in der ersten Person, also in der Ich-Form, Erlebnisbericht, was passiert ist. Und er beschreibt unter anderem, er hat dann die Sprache gelernt, also sie haben ihn mitgenommen. Er hat die Sprache gelernt von denen und so wie er die Sprache konnte, haben ihn die Fremden unterwiesen. Der fremde Astronom sagt zum Henoch, Menschensohn, schau mal hinaus, siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen, sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Und er erklärt ihm die Mondphasen. Warum ist manchmal Vollmond, Halbmond, warum die Mondsichel etc. Der Fremde erklärt dem Henoch die Sterne. Siehst du das grelle Licht da draußen? Ihr Menschen, sagt Sonne dazu. Siehst du alle anderen kleinen Lichter? Das sind Sonnen wie diese Sonne. Und er erklärt dem Henoch, dass unser System ein Planetensystem ist. Er erklärt ihm, dass die Erde sich um die Sonne dreht in 365 Tagen, Komma. Die Komma, wir haben alle 4 Jahre einen Schalttag. Bei Henoch geht es präziser zu, nicht Schalttag, Schaltstunden. So. Jetzt sind das alles wissenschaftliche Informationen. Zeitlich in der Steinzeit gegeben, vor der großen Flut. Die Flut kam erst nachher. Henoch ist der 7. Patriarch, also von Adam abgerechnet, der 7. hinter Adam. Es gab nur 10 Patriarchen. So. Jetzt sind das wissenschaftliche Informationen. Jetzt wirft man mir vor, gut gemeint, die Leute, aber Herr von Däniken,
In der Bibel, da gibt es Passagen, in alten Büchern auch, da reden die Menschen, der Sand wird aufgewirbelt, die Erde ist heiß, Feuer kommt. Das erlebt man doch auch bei einer Naturkatastrophe. Ein Tropensturm macht den Sand glühen. Oder die Menschen waren Opfer eines Erdbebens, eines Vulkanausbruchs. Sie verstanden die physikalischen Zusammenhänge nicht. Und so entstanden Naturreligionen. Völlig richtig, es entstanden Naturreligionen. Aber immer dann, wenn gesprochen wird, wenn wissenschaftliche Information kommt, der Fremde sagt zum Henoch, siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Und er erklärt dir die Mondphasen. Immer dann, wenn wissenschaftliche Information kommt, dann kannst du mit der Naturreligion aufhören. Dann reicht die Erklärung nicht mehr. Es ist Information geflossen. Und ich bin der Spezialist in diesem Bereich. Ich kenne nicht nur die Bibel oder das Buch Henoch. Ich kenne 50 andere antike Bücher von anderen Kulturen, wo sich dasselbe wiederholt hat. Mhm. Hallo, hört auf mit eurer Naturgewalt. Mhm. Gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, was sie da an Thesen von sich geben, das ist derart interessant, bevor ich das beiseite wische. Es gab schon sehr viele Thesen, der Stand der Wissenschaftler gesagt hat, das ist vollkommener Quatsch. Ich meine, auch Einstein damals mit seiner Relativitätstheorie gab es ja sofort den Brief der 100, die ihn zum Scharlatan erklärt haben. Aber gibt es Wissenschaftler, die sagen, das ist so spannend, ich höre mir das an? Oder sagt man, ach, das ist was anderes, was der Herr Däniken macht? Der ist halt ein Autor. Nein, das kam, früher war das so. Früher hat man mich sehr, sehr kritisiert, manchmal zu Recht. Ich habe schließlich auch manchmal Unsinn erzählt, aber sehr oft doch zu Unrecht. Da hat man unter der Gürtellinie zugeschlagen. Und die Situation hat geändert. Es gibt verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen, zum Beispiel von der NASA, der Chef der Konstruktionsabteilung. Die Konstrukteure sind die Ingenieure, die die Raketen zusammenbasteln, die überhaupt zum Mond fliegen können. Das sind die Leute, die den Mars-Rover bauen, damit er rumfahrt. So, der Chef der Konstruktionsabteilung, Mr. Joe Blumrich, ist inzwischen pensioniert, hat ein Buch geschrieben, The Spaceship of Ezekiel, auf Deutsch das Raumschiff des Ezekiel. Ezekiel ist ein Prophet im Alten Testament. Angeregt dazu wurde er, das sagt er im Vorwort, durch mich, durch einen Vortrag an mich. Er ging an die Arbeit ran, weil er Däniken widerlegen wollte und kommt zu einem anderen Schluss. Es gibt heute Anthropologen, Professor Dr. Horn, Colorado University, die schreiben, es stimmt etwas nicht mit der Abstammung. Natürlich sind wir Produkt der Evolution, definitiv, aber nicht nur. Es gab immer wieder Einschübe. Ja, aber was soll denn das Einschübe, wenn wir Produkt der Evolution sind? Nehmen Sie auf der Erde einen Apfelbaum. Der Apfelbaum ist auf der Erde entstanden. Er hat irgendwo, gab es mal einen Urapfel, eine Urwurzel, weiß der Himmel nicht was. Und der Apfelbaum hat eine Evolution über viele Millionen Jahre. Und dann kommen Menschen. Und was machen wir? Wir pfropfen. Jetzt muss man noch gar nichts wissen vom Genom. Pfropfen ist nur, wir pfropfen. Wir sagen dann, wir veredeln den Apfelbaum. So, die Evolution stimmt durchaus, aber wir haben trotzdem eingegriffen. Und bei Menschen ist das auch so. Wir haben fremde Gene in uns. Und das kannst du beweisen. Zumindest Leute wie ich kann es beweisen. Kleines Beispiel. Da hat man im Toten Meer vor über 60 Jahren Schriftrollen gefunden. Eine der Schriftrollen nennt man die Lamech-Rolle. Was steht da drin? Lamech, so erfährt man, war offenbar ein reicher Hirte mit vielen Schafen und Ziegen und weiter. Und der war immer wieder monatelang unterwegs, bis er wieder mal auf die heimischen Zelte kam. Immer dort, wo es grün war, zog der rum. Der kommt eines Tages nach Hause und findet seine junge Frau, die hieß Batenosch, die hatte gerade einem Kind das Leben geschenkt. Und der Vater Lamech sagt seiner Frau, das ist nicht mein Kind. Ich war zu lange weg, das geht nicht auf mit den 9 Monaten. Zudem, das Kind schaut völlig anders aus. Er hatte schon viele Kinder. Und er macht seiner Frau Vorwürfe. Und die Frau, die schwört bei allem, was ihr heilig sei, sie habe mit niemandem sexuellen Kontakt gehabt. Sie zählt sogar auf, mit kein anderer Hirte war da, keiner der Wächter, etc. Lamech ist betrübt, er liebt seine Frau, aber das ist das Kuckucksei in der Familie. Er geht zu seinem eigenen Vater, zu Methusalem, um Rat zu fragen, was soll ich machen? Methusalem weiß auch nicht, was er sagen soll. Geht seinerseits zu seinem Vater, derselbe Henoch, der unterwiesen worden ist von den Fremden im Raumschiff. Henoch sagt zu seinem Sohn Methusalem, geh zu deinem Sohn Lamech, sag ihm, die Wächter des Himmels hätten den Samen in den Schoß von Batenosch gelegt, ohne sie sexuell zu berühren. Lamech soll das Kind als sein eigenes anerkennen und soll es aufziehen. Die Wächter würden eine fürchterliche Flut über den ganzen Planeten hereinbrechen lassen und da sei der Stammhalter des neuen Geschlechts. Er soll ihm den Namen Noah geben. Jetzt erfahren wir zum ersten Mal, hallo, künstliche Befruchtung. Wir sind aber alle Nachkommen von Noah. Wir haben neben der Evolution fremde Gene in uns. Wir sind Ableger von einem anderen System. Herr von Däniken, glauben Sie, dass im Menschen selber auch so etwas schlummert, so eine Sehnsucht, nicht allein zu sein in diesem System? Ist das da? Ja, mein zweites Buch trug den Titel Zurück zu den Sternen. Und damit schwang das eigentlich mit,
zurück zu den Sternen. Du kannst nur zurück wollen, wenn du schon irgendwo warst. Sonst kannst du nicht zurück zu den Sternen. Also steckt uns das in den Knochen, sagen Sie? Ja, da steckt in den Genen. Das kommt wieder von den Außerirdischen, hängt mit dem Element Neugierde zusammen. Wir haben die Sehnsucht. Wir wollen nicht isoliert bleiben. Das war früher im Kleinen auch so, wie der Planet nur noch einzeln war. Da kamen die Kulturen, sie betrieben Schiffsbau, sie sind hinausgewandert, sie wollten die nächsten Kontinente erforschen, lernen, wie sieht der Planet aus. Das betrifft uns alle, das betrifft das Universum. Wir senden Sonden zum Mars. Die ersten Sonden haben inzwischen schon den Asteroidengürtel erreicht, haben den riesigen Asteroiden Ceres fotografiert. Tolle Bilder übrigens. Und da stimmen ein paar Sachen nicht auf der Oberfläche von Ceres. So, das ist Neugierde. Wir haben es in uns. Der Weg führt hinaus zu den Sternen. Herr von Denningen, es gibt von Ihnen ein Zitat. Ich gehe davon aus, dass es von Ihnen ist. Es ist jedenfalls mir so übermittelt worden, über das ich regelmäßig herzlich lache. Da wurden Sie vor vielen Jahren mal gefragt, wenn denn die Außerirdischen, von denen Sie sprechen, wenn die denn so intelligent wären, warum die nicht übers Weiße Haus fliegen und dann mit den Amerikanern Kontakt aufnehmen. Und Sie hätten geantwortet, würden Sie mit Hühnern Kontakt aufnehmen? Ja, das Zitat stammt ursprünglich nicht von mir. Ich war vor etwa 30 Jahren mal Gast an einer amerikanischen Fernsehsendung. Und rechts und links von mir saß ein amerikanischer Astronom. Der eine war Professor Dr. Carl Sagan, ein brillanter Mann. Und der andere war Alan Hynek, auch ein guter Astronom der Chicago University. Und Hynek hielt UFOs für möglich, ob schon ein Astronom war. Sagan komplett. Und dann hat der Sagan zum Hynek gesagt, über mich, also hör mal, wenn da irgendwer wäre, der uns da beobachten würde, mein Gott, die hätten längstens diplomatische Beziehungen mit uns aufgenommen. Oder hat der Hynek zu seinem Kollegen, du hör mal, wir nehmen doch auch keine diplomatischen Beziehungen mit Hühnern auf. Das ist das Zitat. Das Zitat. Angenommen, Sie wären ein Außerirdischer, ja? Wenn Sie sagen, also Sie sind ja letztlich sind wir alle, haben wir Teile von Außerirdischem in uns, aber wir sind jetzt mal Erdlinge. Und Sie würden sich anschauen, was wir auf diesem Planeten machen. Wir schlagen uns ja, seit ich jedenfalls auf diesem Planeten bin, mit immer moderneren Waffen die Schädel ein. Würden Sie diesen Planeten als verloren bezeichnen? Nein, überhaupt nicht. Das gehört einfach zur Evolution, das gehört zur Entwicklungsgeschichte. Es mag Planeten geben da draußen, Welten, die auch so weit waren wie wir und die sich vielleicht umgebracht haben. Es kann sogar sein, dass wir in unserem eigenen Sonnensystem früher einen Planeten hatten, der durch Atomwaffen zerstört worden ist. Ich rede vom Asteroidengürtel. Zwischen Mars und Jupiter gibt es den Asteroidengürtel. Das sind ein paar hunderttausend Gesteinsbrocken, kleine und große. Der größte heißt Ceres, hat einen Durchmesser von 930 Kilometern. Und die Astronomen sagen, der Asteroidengürtel, das sind nicht eingesammelte Bruchstücke, die sich da versammeln. Da war früher mal ein Planet. Aber Planeten explodieren nicht. Planeten haben einen Grund zum Explodieren. Die ganze antike Mythologie ist voll von einem Krieg im Himmel. Jetzt muss man das Wort Himmel nur als Weltraum übersetzen. Die griechische Mythologie beginnt mit Zeus. Bevor der Vater Zeus kommt, sein Vater Kronos muss den Krieg ausführen. Wir in unserer christlich-jüdischen Tradition, wir haben uns vorgestellt, der Himmel sei der Ort der absoluten Glückseligkeit. Im Himmel sei man mit Gott vereinbart und glücklich. Aber im Himmel gab es Krach. Da taucht eines Tages ein Erzengel namens Luzifer auf, mit seinen Heerscharen tritt vor den großen Thron des Allmächtigen und sagt, wir dienen dir nicht mehr. Worauf der liebe Gott den Erzengel Michael beauftragt, den Luzifer und seine Bande aus dem Himmel zu schmeißen. Es entstand ein Krieg im Weltall. Wenn Himmel der Ort der Glückseligkeit wäre, dann gibt es keinen Krach, dann gibt es keine Opposition. Dann bist du glücklich. So, davon wimmelt es im religiösen und mythologischen Bereich von Krach im Weltall. Also Star Wars letztendlich. Star Wars letztlich. Und wir könnten es beweisen, wir haben den Asteroidengürtel. Alle unsere Planeten im Sonnensystem sind übersät mit Kratern. Jetzt sagst du, es ist ein völlig natürlicher Vorgang. Es wimmelt immer wieder von kleinen Meteoriten, die gelangen in den Anziehungsbereich eines Planeten oder eines Mondes. Dann knallen sie rein. Alles okay. Stimmt aber nur beschränkt. Wir haben in unserem Sonnensystem eine Reihe von winzigen Monden, die beiden Marsmonde, Phobos und Deimos. Und die sind voll mit Kratern. Die haben aber keine Anziehungskräfte. Da kommt kein Meteorit, kommt gerade ein Anziehungsbereich. Selbst wenn er noch so nahe vorbeifährt, er stürzt nie darauf ab. Es muss hier und wann mal ein Trommelfeuer stattgefunden haben in unserem Sonnensystem, dass etwas explodiert ist mit Gewalt. Dann haben wir Beweise auf der Erde. Auf allen Wüsten der Erde, also Gobi, Belutschistan, Nevada, Sahara, überall wieder findest du Stellen, das sind Verglasungen. Man nennt es Wüstenglas. Wüstenglas entsteht übrigens, sagen die Fachleute, etwa 6000 Grad Temperatur muss frei geworden sein. Der Sand schmilzt und der Sand verglast. So. Jetzt hat man eine Theorie gesucht, man sagt, na, irgendein Meteorit ist mal darüber geflogen, die heißen Gase haben die Sande berührt und dann ist das entstanden.
dann hätte man das Wüstenglas auf einer Linie. Du hast es überall. Da ist Haare überall. Und zwar riesige Brocken. Wir haben das Ding, aber Erklärung dafür haben wir nicht. So in der Mythologie kannst du erklären, es gab einen Krach im Weltall, vermutlich in unserem Sonnensystem. Und tatsächlich, wir haben ein paar Fakten. Wüstenglas, Meteoriteneinschläge etc. Noch was zu Phobos. Der Mond hat zwei, der Mars hat zwei Monde, Phobos und Deimos. Und beide sind nicht normal. Beide Marsmonde kreisen um den Äquator des Marses. Und sie drehen sich schneller, als der Mond sich unter ihnen dreht. Der sowjetische, damals sowjetische Astrophysiker, Professor Dr. Schlowski, der brillanteste Mann vor 25 Jahren, hat mir am Sternberg-Institut in Moskau mal erklärt, Herr von Däniken, die beiden Marsmonde müssen künstlich sein. Die müssen hohl sein, sonst hätten die diese Bahndaten nicht. So, das sind Berechnungen der Astronomen. Wir könnten es heute beweisen, wir könnten ja mal einen Space Shuttle hinschicken. Herr von Däniken, wenn man sich anschaut, was Sie heute machen und was Sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben, dann ist es ja keineswegs üblich, dass dieser Weg war ja nicht vorgezeichnet. Sie haben ja am Anfang was vollkommen anderes gelernt. Sie waren ja mal Koch und haben auch mal ein Hotel betrieben. Wann haben Sie denn gesagt, okay, also das Kochen und ein Hotel betreiben, das ist nicht meine Sache, und sich umentschieden? Ja. Weil die Dinge haben nicht viel miteinander zu tun. Ja, es lief für mich ein anderes Job. Ich bin katholisch erzogen worden und eben mein Vater fand, ich sollte was Theologisches machen, steckt mich in ein Jesuiteninternat. So. Zuerst mal war das. Aber vom Beruf her, von der Familie her, kam ich aus der Gastronomie. Also meine Mutter hat ein Hotel betrieben. Ich bin als Knabe in der Hotelküche herumgerannt, hinter der Bar gestanden, man weiß, wie das läuft. Nachdem das Gymnasium zu Ende war, habe ich zuerst mal Koch gelernt, Kellner, Barkeeper, Rezeption, Hotelfachschule. Ich habe alles gemacht, was man in der Gastronomie machen muss. Also Kontakt mit intelligentem Leben. Als ich mein erstes Buch schrieb, Erinnerung an Zukunft, war ich Direktor eines Erstklass-Hotels in Davos, Davos in den Schweizer Bergen. Ich habe das Buch geschrieben als Hoteldirektor, habe es an 20 Verlage geschickt, damals, 1965, 66. Wollte keiner. Keiner. Alle haben es zurückgeschickt, alle bedauern, nicht geeignet, zu polemisch oder zu unwissenschaftlich etc. Jetzt hatte ich als Hoteldirektor jedes Jahr einen Gast, Dr. Thomas von Randow, der war damals der Wissenschaftsredaktor der deutschen Wochenzeitschrift Die Zeit. Wir haben miteinander gebechert und geredet über Ausreden und all das. Und der sagt mir, Erich, du solltest vielleicht mal ein Buch schreiben. Er sagte, ich habe eins, aber ich finde keinen Verleger. Da meinte ich, kann dir vielleicht helfen. Und am nächsten Tag rief er einen Verleger an und der sagte dann am Telefon, können Sie nach Düsseldorf kommen? Ja, ich kam und dann ist es gelaufen. So ging das los. Wenn Sie sich anschauen, es war am Anfang ja sehr viel Skepsis in den 60er Jahren, obwohl es auch eine sehr intensive Zeit dahingehend war, dass überall UFO-Filme liefen. Das war auch Trend, muss man ja, dazu richtig sagen. Haben sich Ihrer Meinung nach die Zeiten denn geändert? Weil man spricht ja kaum noch über UFOs oder über das alles, was Sie sagen. Das ist ja weg vom Fenster. Das ist darüber wird nicht geredet. Ich widerspreche. Sie haben recht, man spricht kaum von UFOs. Das stimmt hier im deutschsprachigen Raum. Aber nur bei uns. Und man weiß, weshalb vernünftige Leute nicht gerne von UFOs reden, weil sie es alle für einen Blödsinn finden, für einen Unsinn. Jetzt weiß man wiederum, im September 1953, das ist lange her, da hat der CIA einen Befehl rausgegeben an alle Dienststellen der Welt. Den Befehl kann man heute belegen, der ist aus Akten herausgekommen, aus 50er-Jahren Akten. An alle Dienststellen der Welt, alle UFO-Geschichten sollen lächerlich gemacht werden, der Lächerlichkeit preisgegeben werden. UFO-Gruppen, UFO-Sondierungen sollen unterwandert werden. Leute, die ernst zu nehmen sind, sollen lächerlich gemacht werden. So. Und die ganze Wissenschaft und die ganzen Journalisten, die alle vernünftige Leute sind, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die haben nie gemerkt, ich selber übrigens auch nicht, dass wir während 50 Jahren als nützliche Idioten missbraucht worden sind. Das alles war gesteuert, die Lächerlichmachung der ganzen UFO-Geschichte. Übrigens, der britische Geheimdienst hat einen ähnlichen Befehl rausgegeben. Das kann man heute beweisen. Ich habe das alles genau zitiert in meinem letzten Buch, Botschaften aus dem Jahr 2018. Da haben die exakten Quellen dahinter. So, UFO-Geschichten haben nie großen Anklang gefunden im deutschsprachigen Raum. Wir im deutschsprachigen Raum, das betrifft die Deutschen und Schweizer, die Österreicher, wir sind eigentlich die stursten. Wir sind die, die am vernünftigsten sein möchten. Wir möchten mit beiden Beinen auf dem Boden sein. Mit UFOs befasst man sich nicht. Im südamerikanischen Raum, auch im nordamerikanischen Raum, war UFO immer ein Thema. In Südamerika, beispielsweise in Brasilien, können Sie getrost mit einem Astrophysiker in einem Café zusammensitzen und über UFOs reden. Und der bestätigt, dass er oder irgendwer in seinem Bekanntenkreis solche Erlebnisse hatte. Bei uns, wenn du mit einem Astrophysiker darüber redest, also hör mir auf, haben wir kein anderes Thema, es gibt doch wirklich was Gescheiteres. Es liegt an uns, wir haben uns abgegrenzt. Ich habe ein Handy wie die meisten Leute und bin unter anderem abonniert in irgendeinem UFO-Club. Jeden Tag habe ich mindestens 20 UFO-Meldungen drauf.
mit genauen Filmen fotografiert, wann, wo gestürzt. Es passiert da und etwas, wir hören es noch nicht. Herr von Denig, wenn man in die Zeit zurückgeht, das reichen ja 150, 250, 300 Jahre. Und hätte den Menschen damals erzählt, dass wir irgendwann mal in 10 Kilometer Höhe fliegen werden, dann bestellen wir noch einen Tomatensaft, halten uns ein kleines Gerät an das Ohr und telefonieren miteinander sogar mit Bild, hätte uns auch keiner geglaubt. Also wir sehen, was in 500 Jahren an Technologie möglich ist. Das, wovon Sie sprechen, wie viele Jahre oder Lichtjahre oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht, Technologie trennen uns denn von den Wesen, von denen Sie sprechen? Sind das 5000 Jahre oder... Ich habe vorhin erwähnt, der amerikanische Chef der Konstruktionsabteilung der NASA, Mr. Joe Plumlich, der das Raumschiff des Ezekiel nachgerechnet hat, nachgezeigt hat, der sagt, die Technologie der Außerirdischen, die damals zum Einsatz kam, ist unserer heutigen Technologie höchstens um 80 Jahre voraus. Man muss sich überlegen, in den alten Heiligen Schriften wird beschrieben, wie die herniederkommen. Also beispielsweise Ezekiel. Ezekiel ist ein Prophet im Alten Testament, können Sie leicht nachlesen, der letzte Prophet im Alten Testament. Der beschreibt, wie ein Fahrzeug herniederkommt. Er beschreibt das Fahrzeug, die Räder, die Felgen, die Flügel, die Räder, die ineinander greifen. Also eine Landefähre. Ja, dann was sie aufsetzen. Er beschreibt den Lärm, vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen und Tonnen vieler Wasser. So eine Technologie, die eigentlich noch ziemlich primitiv ist. Da wird noch Sand aufgewirbelt etc. Deshalb sagt der NASA-Chef uns heute noch etwa 80 Jahre voraus, was die konnten, sie konnten interstellare Raumfahrt betreiben, von Stern zu Stern. Das beherrschen wir nicht. Wir schicken kleine Sonden mit lächerlichen Flüssigkeitstriebwerken hinaus und das geht dann monatelang, bis sie mal den Mars erreichen oder sogar Jahre, je nach der Geschwindigkeit. Und das haben die hinter sich, sie können es tatsächlich machen. Die United Future Organization, hätte ich fast gesagt, also die UFOs, diese unbemannten Flugobjekte, aus unserer Sicht könnten das ja auch Drohnen sein, die müssen ja nicht bemannt sein, wenn man hier von Mann sprechen kann. Das können ja einfach nur Objekte sein, die sich mal anschauen, was sich bei uns so an Technologie tut, dann sehen die, okay, die führen jetzt noch mehr Kriege, also sind noch nicht so weit. Fliegen sie einfach weiter zur nächsten ja. Kolonie und schauen sich das an. Völlig richtig. Würden Sie sagen, wir sind so eine Art Reagenzglas? Ja, das ist so. Also mit den Drohnen. Es gab verschiedene Begegnungen heute oder vor Jahrtausenden, die kann man dokumentieren. Und da waren keine Lebewesen drin. Das waren nur Apparate. Es gab Begegnungen im Altertum, da waren menschenähnliche Wesen drin. Es ist auch zu Gesprächen gekommen. Also Henoch ist ein Beispiel, wo er unterwiesen worden ist. Es gibt Menschen, die haben die Fremden gefragt, woher kommt ihr? Und keiner hat gesagt, von einem anderen Kontinent, einer anderen Technologie, von Atlantis, immer von da oben. Es sind auch Namen genannt worden von den Sternsystemen. Nur die sagen uns nicht, wir können nichts damit anfangen und so. Und die Technologie von heute, eine Technologie, die uns Menschen um nur 20 Jahre voraus ist, wir würden die als magisch betrachten. Wir verstehen es nicht. Schau mal, heute wissen wir, was ein Hologramm ist. Sie brauchen drei Kameras, dann können Sie ein holographisches Bild entstehen lassen. Jetzt hätte ich im Zimmer meines Großvaters hätte ich einen Engel erscheinen lassen. Holographisch. Mein Großvater wäre durchs Feuer gegangen, er wäre auf den Scheiterhaufen gegangen. Ich habe diesen Engel gesehen. In Wirklichkeit war es nur eine Spielerei von einer zukünftigen Technologie. Wir haben dem Hologramm ins Schlafzimmer hineingezaubert. Glauben Sie, dass angenommen, es kommt zum Kontakt und zum diplomatischen Kontakt mit Außerirdischen, dass auf der Erde der Krieg aufhören würde? Weil die Menschen plötzlich merken würden, das hat ja gar keinen Sinn, was wir hier machen. Seit Jahrtausenden haben wir uns bekriegt, meistens waren es Religionen. Die Rechthaberei in ihren Religion, nur meine Religion, mein Gott hat gesagt, nur das ist richtig, also muss das andere vernichtet werden. Das Gedankengut haben wir heute noch in bestimmten Gesellschaften. Es ist absolut schrecklich. So wie wir Kontakt haben mit Außerirdischen, endlich mal Kontakt, auch offiziellen Kontakt, werden wir uns klar, wir alle sind die intelligente Spezies auf diesem Planeten. Da ist nichts mehr von Rassismus, schwarz, weiß, rot, gelb, von Religionen. Was, da kommt der Papst und sagt, nur meine Religion ist die richtige, nur ich kann mit euch korrespondieren. Oder irgendein muslimischer Führer erzählt das. Vergiss es. Wir werden begreifen, wir, Homo sapiens sapiens, wir sind die intelligente Spezies auf diesem Planeten. Und wir reden hier mit einer Stimme, mit den Außerirdischen. Die selber sind in ihrer Revolution so weit, dass sie ganz genau wissen, wenn wir nur mit der Gruppe reden würden, würden sie es missbrauchen, ausschlachten. Auch unsere Technologie, was immer sie haben. Sie würden wieder Krieg machen für die anderen. So. Es gibt eine Hypothese, die stammt vom amerikanischen Professor Dr. James Dierdorf. Man nennt die Hypothese die Zoo-Hypothesis, die Zoo-Hypothese. Das läuft kurz so. Betrachten Sie den ganzen Planeten Erde mit allem, was da ist, als eine Art zoologischer Garten. Im zoologischen Garten haben Sie Wächter, im zoologischen Garten haben die Teilnehmer, die Tiere etc. Im zoologischen Garten haben Sie auch Besucher.
Alle müssen sich an bestimmte Regeln halten. Die Wächter haben dafür zu achten, dass die Tiere nicht entfliehen, dass sie Wasser haben, dass es sauber ist, etc. Die Zuschauer dürfen auch nicht einem Krokodil lebende Hunde füttern oder irgendwelchen exotischen Tieren die Federn ausziehen. Alle achten, dass die Spielregeln eingehalten werden. Jetzt merken die Wächter, dass eine Spezies in diesem zoologischen Garten offenbar schneller fortschreitet als erwartet, also in der Evolution Technologie entwickelt. Wir entwickeln Kultur, Malerei, Gesänge, alle Arten von Kunstwerken etc. Dann entwickeln wir Technologie, wir erfinden das Flugzeug. Die Wächter stellen fest, wir schicken kleine Sonden hinaus zum Mars, zum Mond. Wir sind so reif, wir können die Erde verlassen. Jetzt fragen sich die Wächter, sollen wir dieser Spezies gestatten, ihren Planeten zu verlassen? Grundsätzlich ja, eigene Arbeit, eigene Evolution der Technologie, aber wir lassen sie erst raus, wenn sie begriffen haben, dass sie nicht allein im Universum sind. Wieso denn das? In 20 Jahren wird irgendein Privatmensch hier ein kleines Raumschiff zum Mars schicken. Da drin hocken ein paar Menschen mit ihren Kameras. Jetzt treffen sie auf ein fremdes Raumschiff. Sie filmen das. Das geht auf die Erde, an die Bildschirme. Bei uns bricht die Hölle los. Was um Gottes Willen ist hier? Wieder schon Grund für Krieg oder Religionskrieg oder Rechthaberei. Erst wenn die Menschen bescheiden geworden sind, gelernt haben, wir sind nicht allein im Universum, lassen wir sie ihren Planeten oder ihr Sonnensystem verlassen. Das ist die Zu-Hypothesis. Macht einen bestimmten Sinn. Jetzt haben Sie von Bescheidenheit gesprochen. Ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, der Mensch wurde ja durch Technologie nicht bescheidener, sondern im Gegenteil, dachte, wir können das, wir sind praktisch gottgleich, wir haben sogar das Atom gespalten und wenden das gegen uns selber auf. Glauben Sie, dass der Mensch, die Menschheit, dass sie die Kurve bekommt, solange der Mensch sich als zugehörig zu einer Spezies immer noch als etwas anderes, also gegenseitig betrachtet? Haben wir gelernt oder können wir lernen, als Spezies zu denken? Wir haben es gelernt. Also wir haben schon im Kalten Krieg gelernt, da waren wir so weit, dass eine Nation die andere hätte umbringen können. Ich denke jetzt an die damalige Sowjetunion und die Amerikaner etc. Die hätten sich gegenseitig abschlachten können. Wir hatten Glück. Nicht nur. Es gibt dort ein Ereignis, also muss ich erzählen. Es war im Jahr 1967, das Datum fällt mir nicht ein, im April irgendwo. In den USA, im Staat Montana, gibt es eine Raketenabschussbasis, interkontinentale Raketenabschussbasis, die heißt dort Malmstorm, ein schwedischer Name. Sie müssen sich vorstellen, das sind 10 Silos in der Erde. Jeder Silo ist 1,5 Kilometer vom nächsten entfernt. In jedem Silo steht eine abschussbereite Interkontinentalrakete, damals gegen den bösen Feind, die Ex-Sowjetunion, gerichtet, Kalter Krieg. Und ein junger Leutnant, Oberleutnant Robert Salas, hatte damals Dienst, der hat mir erklärt, später, heute ist er ein alter Mann, in jedem Silo drin brennen viele Scheinwerfer und viele Kameras. Wir sehen in jeden Silo rein, wir würden jede Ratte sehen, wenn sie hineinkriechen würde. Und jeder Silo vom anderen hat eine unabhängige Stromversorgung. Ich hatte Kontrolle, ich saß in einem Raum, waren 10 Bildschirme an den Wänden. Ich sah in jeden Raketensilo rein und unter jedem Bildschirm war ein grünes Licht. Die Rakete war abschussbereit. Plötzlich rief jemand von draußen an, denn draußen ist eine Kompanie Soldaten, das alles ist im Erdboden drin, von draußen sieht man wenig. Und der sagt am Telefon, es schwebe ein oranges Objekt über der Anlage, ob sie darauf schießen sollen. Der damals junge Leutnant Salas wusste auch nicht was, nimmt den Telefonhörer, um seinen Kommandanten zu fragen. Und während er das macht, löschen alle 10 Bildschirme von allen 10 Silos ab. Die grünen Lichter, die Abschussbereitschaft zeigten, wechselten alle auf rot. Jetzt glaubten die Amis damals, das müsse irgendeine Geheimwaffe sein der Sowjets. Die haben irgendetwas entwickelt, wie man von außen die Elektronik von Raketen lahmlegen kann. Deshalb kann der Befehl, kein Mensch spricht hier ein Wort darüber. All das war 1967. Dann vergingen die Jahrzehnte, 68, 68, etc. Jetzt nach dem Kalten Krieg kam es vor, dass sich ältere Herren der Ex-CIA mit älteren Herren der Ex-KGB getroffen haben. Und an einer Bar in Washington fragt ein Amerikaner den alten Herrn, was habt ihr eigentlich 1967 entwickelt? Wie konntet ihr unsere Interkontinentalraketen lahmlegen? Und der Sowjetmensch, völlig verdattert, sagt, was? Bei euch auch? Das Ganze ist bei uns passiert. Da sind 2 Raketen am Abschusslagen lahmgelegt worden. Dieser Fall ist klipp und klar heute bewiesen, ist dokumentiert in Büchern und so. Sie haben gefragt, bringen wir uns Menschen uns um? Damals hat uns irgendeine fremde Macht demonstriert, wenn wir nicht wollen, könnt ihr Menschen eure Knöpfe drücken, wie ihr wollt. Ihr schafft es nicht.
Wir hätten uns nicht gegenseitig umbringen können damals. Herr von Däniken, hatten Sie in Ihrem Leben auch mal so etwas wie Zweifel? Weil bei Ihnen klingt das alles so flüssig, dass Sie das ja alles glauben. Es ist ja nicht ausgedacht, sondern für Sie ist das die Realität. Ja. Gibt es Zweifel in Ihrem Leben? Also für mich ist das alles sehr wohl ausgedacht. Es gab immer schon wieder Zweifel in verschiedenen Kleinigkeiten. Und da habe ich mich auch oft geirrt und habe einen Unsinn geschrieben. Damals wusste ich es natürlich nicht besser. Also schauen wir. Im ersten Buch Erinnerung an die Zukunft, da schrieb ich über eine Insel, die heißt Elefantin und die Insel existiert am oberen Nil, dort auf der Höhe von Assuan. Ich war damals als 19-Jähriger dort oben und der Reiseleiter, ein gebildeter Mann, hat mir gesagt, diese Insel trägt den Namen Elefantin, weil sie aus der Luft ausschaut wie ein Elefant. Ich habe mir später gedacht, das können die ja gar nicht wissen, die sind ja gar nicht geflogen. Ich habe das in mein Buch reingetan, Erinnerung an die Zukunft. Später lernte ich dann sehr schnell mal, das ist alles Quatsch. Die Insel heißt Elefantin, weil Elefanten auf der Insel gegrast haben. Sieht überhaupt nicht wie ein Elefant aus. Oder in Indien, in Delhi, gibt es einen alten Tempel, und da stehen unter anderem zwei Säulen, sind Metallsäulen. Ich war auch dort. Und die lokalen Führer haben mir erklärt, halt bewiesen, die Säulen rosten nicht. Ich habe auch mit meinen Fingern dran gerieben. Die rosten nicht, die glänzen. Sind x Jahrhunderte alt im Wetter ausgesetzt. Und da habe ich auch drüber geschrieben, vermutlich irgendeine außerirdische Legierung. Irgendwer stellt das Zeug hin, damit wir, hallo, fragen, was ist das? Inzwischen rosten die Miststücke. So, was willst du da machen? Du hast dich geirrt. Du bist als junger Mann begeisterungsfähig. Du bist nicht kritikfähig. Man ist beleidigt über jede Kritik etc. Mit den Jahren lernst du das. Lernst auch mit der Kritik umzugehen. Lernst auch, dass du da und dort Unsinn geschrieben hast und die Kritik durchaus recht hatte. So, was ich heute sage und weiß, ist sehr wohl überlegt. Ich kenne die Querverbindungen. Ich kenne die anderen alten Bücher. Wenn ich über die Bibel rede, habe ich im Hinterkopf das indische Mahabharata, das Mausolapurva, Purva, die Geschichten von Kobi. Ich weiß, es gibt Verwandtschaften. Und das macht mich selbstsicher. Aber nochmals, ohne Rechthaberei. Man komme mir mit besseren Argumenten und ich lasse mich sofort überzeugen. Hallo, du warst auf dem Holzweg. Aber Sie geben ja schon zu, dass natürlich immer auch die Gefahr besteht, wenn man etwas unbedingt gerne haben möchte, weil das ja auch eine schöne Theorie ist, von der Sie sprechen, dass man dann auch alle Dinge nur noch so sieht und so einordnet, wie, das kennen Sie ja vielleicht von schwangeren Frauen, die sehen dann, wenn sie schwanger sind, plötzlich nur noch Schwangere in den Straßen. Also, dass man alles irgendwie versucht, in seine Theorie einzubauen, weil man sie sich einfach herbeiwünscht. Ja. Könnte es sein, dass Sie sich vollkommen geirrt haben? Das ist ganz banal auf diesem Planeten. Definitiv nicht. Es kann sein, dass ich mich in vielen Sachen irre, oder was Sie absolut richtig sagen, man reiht alles Mögliche dann der Theorie unter. Macht das passend. Das passt klar. Es gibt weltweit Felszeichnungen. Es muss Hunderttausende davon geben. Die Menschen haben ihre Götter, ihre sogenannten Götter, immer dargestellt mit Heiligenscheinen oder Helmen oder Strahlen. Mhm. Weltweit. Jetzt die Steinzeitmenschen in Südamerika, die konnten nichts wissen von den Steinzeitmenschen hier in Europa. Es gab keinen direkten Kontakt. Es gab keinen Kontakt. Oder mit denen irgendwo in der Südsee. Und alle machen dasselbe. Alle stellen dann also ihre Götter mit heiligen Scheinen und Helmen dar. Jetzt nehme ich mir tatsächlich die Freiheit und unterordne dies. Ich sage, hallo, haben die alle dasselbe gesehen? Vielleicht irre ich mich. Vielleicht gibt es ein anderes Argument, warum die ihre Götter halt so dargestellt haben. Es muss nicht sein, dass aus dem Grund, weil sie Aussagen gesehen haben mit Helmen und so, dass das der Grund war. Aber man nimmt das schon als Indiz selbstverständlich. Das macht aber im Grunde genommen jede andere Wissenschaft auch. Man hat eine Theorie, man versucht Indizien zu bringen, die die Theorie stützen könnten. Natürlich auch Indizien, die dagegen sind. In dem Fall hast du jetzt keine. Ich sage, okay, ich habe noch kein anderes Argument. In den Fällen, wo wir Feuer und Lärm und Wüstensand haben, da gibt es eben die andere Denkweise. Das sind Wüstenstürme, Tropenstürme, Vulkanausbrüche etc. Dann kommt das Argument, aber nicht, wenn gesprochen worden ist, wenn Information geflossen ist, etc. So, ich habe mir die Geschichte schon einigermaßen überlegt. Wenn man heute als Außerirdisch auf dem Mond landen würde, dann würde man fest, und die Erde gäbe es so nicht mehr. Also die Erde hätte sich in Luft aufgelöst oder aber das intelligente Leben wäre um ein paar tausend Jahre zurückgeworfen, weil der Mensch sich atomar pulverisiert hätte. Die Natur würde sich schon davon wiederholen. Aber wenn man auf dem Mond landet, würde man dort das ein oder andere Endprodukt finden, nämlich Weltraummüll würde darum liegen. Haben die Außerirdischen, von denen Sie sprachen, auch auf der Erde Dinge zurückgelassen, die man eben zurücklässt als Raumfahrer? Oh ja. Nur wir kommen nicht dran. Schau. In der Bibel gibt es einen Gegenstand, den nennt man die Bundeslade. Die Bundeslade ist ein Holzkasten, der Moses und sein Bruder Aaron wurden vom Gott des Alten Testamentes auf den Heiligen Berg gebeten. Und dort hat der liebe Gott dem Moses den Anweisung gegeben zum Bau einer Lade, einer Kiste. So und so lang, so und so breit, mit dem und dem Metall überzogen, mit Gold etc. Und der Herr sagte dem Moses ausdrücklich, und siehe zu, dass du alles genau nach dem Vorbilde machst, das ich dir zeige.
Die Lade, die der Moses baute, war aus einer Kopie. Das Vorbild war das Original. Ich muss es jetzt kurz machen. Was war diese Bundeslade? Der Moses hat die Bundeslade die 40 Jahre rumgeführt. Immer wenn die Israeliten gestoppt haben, irgendwann hat man eine Stiftshütte, ein Zelt aufgebaut, hat die Bundeslade da hineingetan. Die Priester, die die Bundeslade transportieren durften, waren speziell geschulte Priester, die Leviten. Die hatten siebenfach gewobene Kleider, Steine um den Hals, etc. Komplizierte Schuhe, ich mache es jetzt nicht schwer. In der Bibel und in anderen Texten gibt es verschiedene tödliche Unfälle mit der Bundeslade. Im Buch der Könige liest du das Ussa. Ussa war einer der Levitenpriester, der die Bundeslade transportierte und beschützte. An einem Moment, wo die Bundeslade zu stürzen drohte, also unebenes Gelände, schnell mit der Hand daran griff, um sie vor dem Sturz zu bewahren. In derselben Zehntelsekunde fiel er wie vom Blitz getroffen um. Die Bundeslade war gefährlich. Später, die Geschichte geht so lang, kommt die Bundeslade nach Äthiopien. Salomon hatte ein Verhältnis mit der Königin von Saba, daraus entstand ein Sohn, der Bein Alekem, der hat dann die Bundeslade geklaut, in Jerusalem bringt sie nach Äthiopien. Die äthiopische Königin, die Königin von Saba, hat die Bundeslade aufgestellt. Alle Gaffer, die in die Nähe kamen, werden krank. Die Krankheiten werden beschrieben, sie hatten Blasen am Gesicht, die Nägel an Händen und Füßen fielen ihnen auf, die Haare etc. Jetzt kriegt die Königin von Saba Angst. Ist was Gefährliches in der Lade? Sie ließ ein Loch bauen und die Bundeslade da hineintan. Heute steht an der Stelle die Marienkathedrale in der äthiopischen Stadt Aksum. Und darunter ist ein Loch, da sind heute noch Wächter, also Priester, die die Bundeslade beschützen. Der gegenwärtige Chef der koptischen Kirche hat vor 2 Jahren in einem Interview gesagt, ja, er habe die Bundeslade gesehen, sie sei nicht von irdischer Art. Sie haben mich am Anfang gefragt, gibt es noch Gegenstände, irgendwelchen Gerümpel auf dem Mond? Die Bundeslade wäre so ein technischer Gegenstand, auch wenn wir nur Teile davon hätten. Ich vermute, da war irgendeine Batterie drin, eine Plutoniumbatterie, radioaktiv, höchst gefährlich. Jetzt könnte man weitergehen, wozu die Energie? Aber das geht jetzt zu weit. Nur noch ein anderes Beispiel. Die japanischen Kaiser, die betrachteten sich, die Urkaiser, sie seien direkt vom Himmel gekommen. Sie seien Söhne der Gottessöhne. Deshalb in Japan ist die Sonne das Symbol in der Flagge. Der älteste Kaiser, Jimmu Tenno, der hat, so ist es überliefert, von seinem himmlischen Vater ein Geschenk bekommen. Mit diesem Geschenk konnte er sehen, was überall auf dem weit verzweigten Inselreich passierte. Als Jimmu Tenno starb, hat man ein riesiges Mausoleum für ihn gebaut, mit Wasser umgeben. Ich war mal dort drin, das kann man als Tourist ansehen. Und diesen seltsamen Spiegel, man nennt ihn den Spiegel von Ise, mit dem der Jimmu Tenno alles sehen konnte, hat man in Tücher eingewickelt und mit dem Herrscher ins Mausoleum getan. Die Tücher liegen heute noch dort. Ich hätte gern mal das Zeug ausgewickelt, gewusst, was ist da drin? Das ist ein Heiligtum der Shinto-Religion. Niemand macht so etwas. Das ist einfach verrückt. Wir haben ein paar Gegenstände auf der Erde, die technologisch höchstwahrscheinlich sind und nachweisbar sind für Außerirdische. Aber die Religionen verhindert, dass wir drankommen. Herr von Denigen, würden Sie sagen, dass das, was Ihr Lebenswerk ausmacht, in Form auch im Grunde eine Form von Religion und von Glauben ist, dass man das glauben muss? Eben nicht. Genau deswegen störe ich mich. Ja, nicht glauben. Sonst wird das, was ich betreibe, zu einer Sekte. Das ist das Hinterletzte. Die Bücher lesen, die Argumente kontrollieren. Kontrollieren, soweit Sie Zeit und Möglichkeit haben. Stimmt das überhaupt? Und sich dann selber auf die Suche machen? Jein. Also wenn Sie das Geld haben, dann können Sie selbstverständlich um die Erde reisen und schauen, stimmen die Figuren überhaupt. Der Däniken behauptet, da gibt es in Tula ist ein Ort in Mexiko, gibt es die Staaten, die hätten ausländische Waffen in den Händen. Stimmt das? Dann können Sie hinreisen und das prüfen. Aber was Sie von zu Hause machen können, ganz einfach die Bücher prüfen. Sie können heute von jeder Bibliothek erhalten die Bücher. Also in meinem Buch zum Beispiel, lesen Sie, da hat es einen Atombombeneinsatz gegeben, Waffeneinsatz, und Sie lesen das im Mausola Purva. Was ist Mausola Purva? Da lesen Sie in Klammer die Quelle, 5. Buch des Mahabharata, Kapitel sowieso, sowieso. So zu Hause können Sie zumindest das kontrollieren. Stimmt das? Gibt es diese alten Texte? Ich rede von einem Henoch. Henoch habe die Sprache von Ausrittern gelernt, sei hochgenannt. Ja, stimmt denn das? Das können Sie kontrollieren. Ein Buch Henoch liegt inzwischen in Deutsch vor. So, Sie können sowohl hingehen, sehen, stimmen die Kulturen, aber glauben sollen Sie nicht. Sie sollen es prüfen. Und wenn Sie anderer Meinung sind, ich finde es großartig, da kommt eine Diskussion in Gang. Also Sie möchten, dass die Menschen wieder auch mit der Fantasie an die Wissenschaft rangehen? Die Wissenschaft beginnt eigentlich immer mit Fantasie. Es sind die Fantasten, die die Welt verändern und nicht die Erbsenzähler. Mhm. Die Wissenschaft ist aber normalerweise mit beiden Beinen auf dem Boden. Jetzt müssen wir immer unterscheiden.
Die exakte Wissenschaft ist nicht dasselbe wie die Sammelwissenschaft. Die exakte Wissenschaft, das ist Physik oder Mathematik. Ich meine, 4 mal 4 gibt immer 16 und die Atombombe funktioniert immer unter den und den Bedingungen etc. Die Sammelwissenschaft ist eine andere Geschichte. Anthropologie, Abstammungslehre, Archäologie, das sind alles Gegenstände, die wir einsammeln und dann ordnen. Und dann versuchen wir, aus dem Chaos eine Ordnung zu bringen. Also eine Interpretation zu liefern, genau, die in unser Weltbild passt. Das passt in die und die Kultur. Schau, Archäologie hat es vor 120 Jahren nicht gegeben. Das begann alles mit ein paar reichen Engländern, die irgendwo in ihren Kolonien Zeug geklaut haben. Hobby. Ja, Zeug geklaut haben nach Hause. Und dann hat man es mal ordnen müssen. So entstand das Britische Museum. Lassen Sie uns in die Gegenwart zurückkehren. Welche Gedanken machen Sie sich denn, was die Gegenwart angeht? Oder sind Sie so in fernen Welten, dass Sie aufhören, die Zeitung zu lesen und sich anzuschauen, was wir hier machen? Ich blättere jeden Tag ein paar Zeitungen durch, und zwar politisch immer linke und rechte. Ich will immer beides wissen. Ich lese den Tagesspiegel und lese die Welt, und das spielt keine Rolle, aber auch in der Schweiz. Nein, ich will informiert sein. Nachrichten, die langweilen mich schon eher, weil unsere heutige Presse ist nicht die Lügenpresse. Ich bin dagegen, das Wort Lügenpresse. Die Journalisten, die ich kenne, und damit will ich jetzt kein faules Kompliment machen, das sind alles keine Lügner. Die sind alle dankbar, wenn ihre Artikel erschienen, so wie sie sie schreiben etc. Was ich der Presse zum Vorwurf mache, und das international, wir sind eine Verschweigerpresse. Es gibt bestimmte Themen, die greifen wir nicht auf, eben weil wir vernünftig sein wollen. UFO, lächerlich, das greifen wir nicht auf. Es gibt Tabus, sagen Sie. Es gibt Tabus, die greifen wir nicht auf. Und eben deshalb, weil wir ja vernünftig sein wollen. Schau mal, jedes Medium, ist das eine Fernsehanstalt, ist das ein Magazin, ist das eine Zeitung, egal, ein Radio, jedes Medium hat irgendwo dahinter einen Besitzer. Der Besitzer kann jetzt der Staat sein oder die Gewerkschaft oder eine politische Partei oder eine reiche Familie, egal wer. Und die Besitzer wollen seriös sein. Sie wollen ernst genommen werden mit ihren Botschaften, die sie rauslassen. Jetzt ist ein Thema außerirdische UFO nicht ernst in der Gesellschaft. Also will man sich nicht lächerlich machen. Es geht nicht um Verschwörungstheorien. Die Typen, die ich kenne, die Chefredakteure, auch die Professor, das sind alles grundehrliche Menschen. Verschwörungstheorien, vergiss es. Wir können es nicht anbringen. Der Zeitgeist ist noch nicht reif. Und da arbeite ich ein klein bisschen mit, ein ganz klein bisschen, um den Zeitgeist zu verändern. Mhm. Wie ist es um den Zeitgeist in der Schweiz bestellt? Unterscheidet er sich vom Zeitgeist in Peru, Südamerika und Moskau? Ja, schon. Weil der Schweizer ist ein sturer Bock. Der Schweizer ist so erzogen worden, dass er immer sich überall einmischen muss. Ist das so? Ja, das ist so. Deshalb, ich dachte, der ist zurückhaltend, der Schweizer. Nein, nein, deshalb auch die Demokratie, und die funktioniert gut. Wir haben in der Schweiz, wie überall in der Welt, alle Parteien, also von den Kommunisten, von den Linken, von den Rechten. Macht die nichts aus? Macht nichts aus. Hier wird alles diskutiert und die Mehrheit gewinnt und die Mehrheit ist vernünftig. Der durchschnittliche Schweizer ist im Grunde genommen ein vernünftiger Mensch. Und deshalb sind die Entscheidungen, die demokratisch gefällt werden, im Grunde genommen richtig. Man kann darüber streiten, und vielleicht in 10 Jahren hat sich der Zeitgeist wieder geändert. Das ist eine andere Geschichte. In vielen anderen Ländern aber, Sie haben Stichwort gegeben, Südamerika, Peru, ist es anders, weil da herrschen im Grunde genommen eher Diktaturen unter dem Mäntelchen der Demokratie. Es wird alles ein bisschen verbogen und geschoben und so, dass es dann halt zurechtklappt. Ich bin dankbar, dass wir die Schweiz noch haben und dass wir so leben. Mhm. Herr von Dinningen, lassen Sie uns mal in die Zukunft denken. Also angenommen, man hätte akzeptiert, okay, es gibt Außerirdische, man muss mit denen ja nicht jetzt jeden Tag Kontakt haben, aber man akzeptiert, es gibt die, das kommt in den Hauptnachrichten. Was würde sich auf diesem Planeten ändern? Unglaublich viel. Tatsächlich? Unglaublich viel. Sag ich, wir haben das Thema schon kurz angegriffen. Wir haben über 1000 Religionen. Würden doch nicht in Luft auflösen, die Religionen? Nein, nicht, nein. Schau's. Nehmen wir für eine Minute an, ich hätte mal recht mit meiner Idee. Wir wären vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden. Da muss die nächste Frage lauten, ja, und woher kommen die? Jetzt sagen wir, die sind wiederum von einem anderen System infiziert worden und die anderen wieder von einem anderen. Jetzt spielt man das Spiel zurück über Millionen von Jahren. Irgendwann landen wir an einem Startpunkt, am Ende der Fahnenstange. Und da werden wir ganz klein und fragen uns mit der Religion bescheiden, was ist das? Dann sagen wir, hier ist Gott. Hier ist der grandiose Geist der Schöpfung. Wir kommen nicht mehr weiter. Auch die Urknalltheorie hilft uns nicht in der Physik. Woher kommt das Uratom? So. Die Menschheit würde bescheidener werden, aber zuerst mal drehen wir durch. Ich sage, wir würden die Religionen verlieren, aber nicht Gott. Die Religionen werden sich anpassen. Die großen Religionen werden sagen, die muslimische Welt, wir haben Allah,
den haben wir doch immer schon gehabt. Die christliche Welt, wir haben Gott, Gott Vater etc., haben wir immer schon gehabt. Man wird weiter beten, weiter sich treffen in Tempeln und Kirchen. Aber würde es nicht das gesamte Weltbild verändern? Das total würde es verändern. Würden die Menschen den Boden unter ihren Füßen verlieren? Weil das ja das hat es ja nicht gegeben. Das ist ja, wenn man sich erinnert, es gab ja Zeiten, wo die Spanier auf Pferden nach Südamerika sind. Und die sie dort sahen, dachten, das wäre eine Einheit, ein Wesen. Dann stiegen sie vom Pferd und plötzlich, wie wäre das für den Menschen, wenn plötzlich riesige, gigantische Raumschiffe, wie man das aus Science Fiction kennt, plötzlich über diesem Ort parken würden oder eben über Berlin zum Beispiel. Und da würden dann Menschen aussteigen, die sich einigermaßen angepasst hätten und würden einfach Kontakt mit der Regierung aufnehmen. Wie käme das rüber? Glauben Sie, dass... Am Anfang eine Katastrophe, aber die Fremden wissen das. Die haben uns beobachtet, wir sind Ableger von ihnen. Die wissen zum Vornherein, wie wir reagieren. Sind wir wie Kinder, dass man sagt, die sind noch nicht reif dafür? Müssen wir sich das so vorstellen? Genau, das ist jetzt so eine Hypothese. Die beobachten uns und wissen, wann wir reif sind. Sie werden den Kontakt erst dann machen, wenn eine Mehrheit dieses Planeten keine Angst mehr hat vor Außerirdischen. Mhm. Angst. Herr von Denigen, wann soll das denn sein? Die Leute haben ja sogar Kontakt vor Inländern. Also, und von Nachbarn aus dem außereuropäischen Raum. Ich erzähle Ihnen eine verrückte Geschichte. Ihre Frage war, wann soll denn das sein? Vor 40, 50 Jahren gab es Menschen, die haben behauptet, sie seien entführt worden von Außerirdischen. Ich hielt das immer für einen totalen Käse. Ich dachte, was erzählt ihr nur für einen verdammten Mist? Entführt von Außerirdischen. Ich muss es hier kurz machen. Dann kamen einige Bücher raus von gescheiten Leuten, dass Menschen tatsächlich entführt worden sein sollen. Unter anderem Professor Dr. John Mack. Mack ist der Harvard-Professor, Amerikas Elite-Universität. Er hat ein Buch geschrieben, Abductions, Entführungen. Wir haben uns lange unterhalten. Der sagte mir, Erich, es ist passiert damals, dass von Männern Spermaproben entnommen worden sind und von Frauen Eiproben. Und die haben Kinder produziert in vitro, also im Reagenzglas. Das sind alles irdische Kinder, aber mit ihrem genetischen Material, die laufen heute herum. Also genmanipuliert. Genmanipulierte Dinge. Menschen wie du und ich, die meisten sind sogar hübsch, wir merken es nicht mehr. Und die reden unsere Sprache, auch wenn es nur 500, 600 sind. Die wissen ganz genau, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Dass ihr plötzliches Auftreten Chaos verursachen würde, Krieg verursachen würde, Rechthaberei. Da käme die eine Gruppe wieder und sagt, wir haben doch immer Recht gehabt, wir haben das immer gesagt, ihr habt es nur missverstanden, etc. Die warten, die verändern den Zeitgeist. Und das passiert, diese Zeitgeistveränderung. Wir haben ein Phänomen wie sogenannte Kornkreise. Jetzt sind wir vernünftige Menschen. Jetzt suchen wir zuerst nach vernünftigen Erklärungen für die Kornkreise. Dann sagen wir, also wir hacken eine vernünftige Erklärung nach der anderen ab. Es waren rammlige Schweine, es sind Mäuse, es sind Pilze, egal was. Es sind Menschen. Wenn wir das alles abgehackt haben, sagen wir, es sind Menschen. Es müssen Fälschungen sein. Dann finden wir selbstverständlich Fälscher, die zugeben, man kann es filmen. So. Jetzt hast du alles abgehackt, die natürliche Erklärung und die Fälscher. Und jetzt machen die Außerirdischen immer noch verrücktere Zeichen. Und zwar in wenigen Minuten wird gefilmt. Riesige Gebilde, wahnsinnig kompliziert. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter mit den vernünftigen Erklärungen und den Fälschern. Jetzt sind wir gezwungen, Himmel, was passiert da? Ist da irgendeine fremde Technologie oder meinetwegen eine Dimension, die mit uns versucht zu kommunizieren und wir sind noch zu blöd, um es zu schnallen? Man zwingt uns dazu, den Zeitgeist zu verändern. Und wir verändern ihn ja an, sonst würden wir zwar das Gespräch hier nicht führen. Sie meinen also, ich brauche nur ein wenig Geduld? Nochmals. Ich habe den Faden übrigens verloren, das wollte ich gerade zu Ende bringen. Gut, dass Sie mir auf die Sprünge helfen. Diese Außerirdischen, die sich heute unter uns befinden, die wissen, wie wir uns verhalten. Und deshalb warten sie wegen der Geduld. Man hat Gespräche geführt mit diesen Leuten, darüber gibt es auch eine Wissenschaftsliteratur. Hat gefragt, wann kommt ihr dann? Wann ist denn das da, wann eure Väter oder weiß ich was, Brüder, dass sie sich zeigen? Und dann haben sie immer gesagt, bald. Und ein Wissenschaftler sagt, ja bald, was ist bald? Bald ist ein Begriff, meint ihr bald übermorgen? Meint ihr 1000 Jahre? Nein, einfach bald. Was ist bald? Also ich würde schätzen, das geht noch so 10, 20 Jahre. Dann ist die Gesellschaft so reif, dass wir nicht mehr schockiert sind. Und dazu noch ein Gedanke, schockiert sind. Alle die Menschen, die Angst haben vor Außerirdischen, zum Beispiel der amerikanische Superastrophysiker, nein, der britische Hopkins, der sagte, wir sollten keine Signale hinausschicken ins Universum von uns Menschen und die Fremden aufmerksam machen auf uns, da sind wir. Es könnte ja auch bösartige Außerirdische geben. Hat völlig recht, es könnte bösartige geben. Aber alle Menschen, die Angst haben davor, die sagen, die könnten uns ja umbringen, übernehmen. Wenn die uns hätten umbringen wollen, hätten sie seit Jahrtausenden immer tun können. In der ganzen Mythologie waren die Götter immer die Lehrmeister. Es waren die Götter, die die Menschen unterwiesen haben. Lesen die Diodor von Sizilien.
Historiker, so 100 nach Christus, der hat 28 Geschichtswerke geschrieben. Der schreibt im zweiten Band, es waren die Götter, die den Menschen beigebracht haben, sich gegenseitig nicht mehr aufzuessen. Es waren die Götter, die den Menschen die Sprache beigebracht haben. Das ist ein Busch, das ist ein Vogel, das ist ein Zelt, das ist der Himmel. Ein Wasser ist nicht dasselbe wie ein Busch, die Unterschiede zu machen etc. Es waren die Götter, die den Menschen beigebracht haben, wie man Straßen baut. Dasselbe bei Apollo in Griechenland. Es waren die Götter, die die Lehrmeister waren, weltweit immer dieselben. Die Pharaonen, die Ältesten in Ägypten behaupten, ursprünglich seien sie herniedergekommen vom Himmel, vom Firmament, und zwar vor etwa 14.000 Jahren. Die ersten Pharaonen waren alles gleichzeitig Abkömmlinge der Götter, die mit diesen hohen Schädeln hier, diesen deformierten Schädeln so. Die Götter waren durch die ganze Zeit immer Lehrmeister, auch wenn sie da und dort gewütet haben in Einzelfällen. Wenn ihr ein Experiment schiefgelaufen ist, haben sie es tatsächlich gemacht. Aber im Grunde genommen, wir brauchen keine Angst zu haben vor den Außerirdischen. Ich freue mich auf diesen Erstkontakt. Hallo. Habe lang genug warten müssen. Das heißt, für Sie, aus Ihrer Sicht, heißt es noch 20 Jahre durchhalten und dann gehen Sie davon aus, so kurz über 100 gibt es Kontakt? Also ich schätze, dass ich das vermutlich nicht mehr erlebe, aus. Das geht dann sehr schnell. Ich bin schon 83, aber die junge Generation um mich herum, die 20, 30-Jährigen, die werden das alle erleben. Selbstverständlich, in den nächsten 15, 20 Jahren ist das passiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie von den Außerirdischen, wenn sie denn kommen, vollkommen enttäuscht wären? Das kannst du nicht ausschließen, aber nach dem, was ich aus der antiken Literatur weiß, eigentlich nicht. Und dazu noch ein Gedanke, schau, ich habe jetzt Bücher geschrieben und habe Indizien präsentiert, die den Besuch von Außerirdischen unterstützen. So, ich habe so das Gefühl, ich muss gar nicht mehr lange Bücher schreiben, denn die Informationen kommen von selber. Auch diese Serien, die damit ja auch ins Kino gehen, im Fernsehen laufen, ihr wie geschnitten Brot, die Menschen haben eine Sehnsucht danach oder gucken sie das zumindest gerne an. Das ist das eine, die Science-Fiction-Filme, die gigantisch sind, aber... Die Menschen schicken immer mehr Satelliten hinaus. Jetzt haben Mars-Satelliten die Mars-Oberfläche fotografiert, haben wunderbare Bilder geschickt. Da findest du auf dem Mars definitiv einen Steinkreis. Wir haben ihn nicht gemacht. Wir suchen nach natürlicher Erklärung. Der passt aber nicht. Noch toller, zwischen Mars und Jupiter, der Asteroidengürtel. Der größte Asteroid heißt Ceres, habe ich schon erwähnt. 930 Kilometer Durchmesser. Die amerikanische Sonde mit dem Namen Dawn hat nach etwa 9,5 Jahren Flug Ceres erreicht. Um Kreis Ceres schickt gestochen scharfe Bilder von der Oberfläche. Auf Ceres hast du definitiv, ohne jeden Zweifel, ein Rechteck im Boden und im Rechteck drin ein Quadrat in einer Ecke. Jetzt suchen wir nach natürlichen Erklärungen. Es gibt aber keine mehr. Wir hacken alles durch, was ist vernünftig. Da wir Menschen mit Sicherheit nie auf Ceres waren, muss es wohl irgendwer anders gewesen sein. So, die Informationen kommen sowieso auf uns zu. Wir würden besser endlich die Augen öffnen und auch die Presse spalten. Dann wären wir nicht mehr schockiert. Es gab ja auch das SETI-Programm. Ich weiß gar nicht, ob es noch aktiv ist. Ja. Können Sie mal sagen, auch die Raumfahrt oder die Kosmonautfahrt, je nachdem, in welchem Lager Sie sich damals befunden haben, hat sich ja damit beschäftigt, auf wen man theoretisch treffen würde, wenn man das tut, was andere vielleicht auch schon getan haben. Raumfahrt. Wie sieht es aus bei der NASA? Gibt es bei der NASA ernsthafte Wissenschaftler, die sich mit Außerirdischen beschäftigen? Oh ja, also der größere Teil der NASA-Leute sind irgendwie Fan von Außerirdischen, aber natürlich Wissenschaftler und entsprechend skeptisch und distanziert. Man will nichts herausbringen, was die Menschheit verunsichern könnte. Aber schließt man das aus? Auch nicht, was einem selber lächerlich macht. Schau, die SETI-Leute, also SETI, das sind vier Buchstaben, S-E-T-I, steht im Englischen für Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Die SETI-Gruppe hat sich längstens, also von die große weltweite Astronomenfamilie hat einen Club, eine Vereinigung, die heißt IAU, International Astronomical Union. Darunter gibt es eine Unterabteilung, die SETI-Gruppe, Search for Extraterrestrial Intelligence. Die SETI-Gruppe hat jedes Jahr irgendwo in einem Hotel in irgendeinem Land eine Weltkonferenz. Da trifft man sich und diskutiert die neuesten Forschungen im Universum. Und da ist beschlossen worden, eine freiwillige Zensur. Wenn irgendeiner von uns SETI-Forscher im Teleskop, jemand einen klaren Hinweis hat auf Außerirdische, ein Signal oder irgendetwas, er darf damit nicht an die Öffentlichkeit. Er muss zuerst die und die Gruppe informieren, die und die Gruppe prüft dann und prüft zurück, hin und her, stimmt das Signal, stimmt was gehört worden ist, dann kommt die nächstgrößere Gruppe. Bis dann die Weltöffentlichkeit informiert wird, können Jahre vergehen und da werden in den Gruppen, da sind politische und religiöse Parteien dabei, ähnlich wie bei einem Fernseher, wird diskutiert, ist die Zeit überhaupt reif, das inzwischen rauszugeben. Also selbst wenn heute ein SETI-Forscher eindeutige Informationen hätte, wir sind nicht allein, wir würden es nicht erfahren, auch dann nicht. Herr von Däniken, wenn ich mich jetzt mal hineindenke in ein, sag ich mal,
extrem reichen Menschen, der würde sich ja die Frage stellen, wenn er sich engagiert, ja, was es für ihn bringt. Was bringt es einem Außerirdischen, sich mit Menschen und der Erde zu beschäftigen? Kann er dieses Land ausbeuten oder ist das eher so ein Hobby? Ich habe ja, Menschen, also, was hast du? Also es wird den Außerirdischen vermutlich nicht viel bringen, außer dass sie die Intelligenz weitergeben. Schau. Das Universum ist riesig, gigantisch. Jetzt haben wir schon geredet, Lichtjahre von einem Punkt zum anderen. Ich habe das Gefühl, es ist der Zweck des Menschen, uns, dass wir intelligent werden, Technologien entwickeln und mit der Technologie wieder Intelligenz weitergeben. An das nächste, an eine Besiedelung. Eine Besiedelung quasi. Aber die Besiedelung von Intelligenz. Das ist, wie gesagt, wie eine Art Schneeballsystem. Und deswegen würden sie uns helfen. Also was hat ein Außerirdischer davon, uns zu helfen? Er hilft uns mit der Technologie. Ich kannte den Ed Mitchell. Ed Mitchell ist der 6. Mann auf dem Mond gewesen, ein amerikanischer Astronaut. Recht gut, wir haben einige Diskussionen gehabt. Und er hat mir gesagt, Erich, heute bewegen sich zwei Sorten von UFOs um die Erde. Die eine Gruppe, das sind tatsächlich UFOs, das sind Fremde von fremden Sonnensystemen. Die andere UFO-Gruppe, das sind wir. Wir sind den Fremden noch weit hinterher in der Technologie. Aber das, was wir haben, haben wir von denen. Wir wissen, wie es geht. Es gibt den Professor Dr. Rich, der war lange Jahre war er Direktor von Skunk. Die Flugzeugfirma Lockheed in den USA ist eine Waffenschmiede, speziell für Flugzeughersteller. Und die haben eine geheime Abteilung, die heißt Skunk. Und der Mann, von dem ich jetzt rede, war lange Jahre Direktor. Und nach der Pensionierung, zwei Tage später, sagt er in einem Offiziersclub, wir hätten die Technologie, um zu den Sternen zu fliegen. Wir könnten E.T. heimbringen. Und ein junger Offizier sagt, das geht doch gar nicht, hallo. Wir haben Flüssigkeitstriebwerke, wie sollen wir zu den Sternen fliegen? Er sagt, wir wüssten, wie es geht, aber wir praktizieren es nicht. Und dann sagt der junge Offizier noch, aber das, selbst wenn, da geht ein Menschenleben drauf oder so. Er sagt, nein, es geht anders, es würde anders gehen. Wir wüssten, wie es geht. Von den Fremden. Also es gibt offenbar Kreise auf diesem Planeten, die haben Kontakt mit solchen Wesen. Ich selber übrigens nie. Ich habe noch nie ein UFO gesehen. Immer wenn der Däniken auftaucht, dann rauschen die ab. Glauben Sie, dass für die dieses Leben, von dem Sie sprechen, Zeit eine andere Rolle spielt? Ja. Oder ist die Zeit so wie für uns oder ist Zeit was völlig anderes? Nein. Unsere Zeit ist sehr beschränkt. Wir werden alt. Unsere Zellen hören dann und dann auf zu funktionieren. Und ich nehme an, dass eine fremde Technologie das längstens hinter sich gebracht hat, dass die also Zellen haben, die Jahrhunderte lang werden. Ist das vielleicht eine künstliche Intelligenz, mit der wirst du tun? Nein, keine künstliche. Die künstliche Intelligenz ist dann schon Roboter. Und die künstliche Intelligenz wird nie menschlich werden, nie. Die künstliche Intelligenz, die kann raffiniert sein, die kann blitzartig rechnen, die kann machen, also Dinge, die wir nicht fertigbringen. Aber sie kann nie fühlen. Um zu fühlen, brauchen sie Zellen. Sie brauchen Hormone, sie brauchen Schwingungen. Hat der Computer nicht. Der Computer wird uns längstens überlegen sein, mit der künstlichen Intelligenz, mit Sprache etc. Aber er wird nie menschlich sein, er wird nie Gefühle haben. Es wird nie funktionieren. Mhm. Mit 83 muss man sich ab und zu auch schon mal damit beschäftigen, dass man abberufen wird, um es mal höflich auszudrücken. Ja. Was glauben Sie, treten Sie irgendjemandem gegenüber? Also gibt es für Sie so einen Gott, der hinter alledem steht, wo sich dann alle Irdischen und Außerirdischen versammeln und der sagt, das war nur ein großes Spiel? Oder wie ist das für Sie? Als ich noch im Gymnasium war, in der katholischen Schule, da gab es jedes Jahr sogenannte Exerzitien. Exerzitien nennt man Einkehrtage. Also alle die Knaben, die da waren, durften 3 Tage lang nicht sprechen. Kein Wort reden, untereinander nicht schweigend essen etc. Und da kamen immer Gastdozenten, die uns Vorträge gehalten haben. In dem letzten Schuljahr dort war so ein Gastdozent, der hat genau das gesagt. Ihr geht jetzt in den Urlaub und es könnte passieren, dass ihr von einer Sekunde auf die andere stirbt. Ein Auto überfährt euch, ein Blitz trifft euch und dann tretet ihr vor den großen, allmächtigen Gott. Und der große, allmächtige Gott, der entscheidet dann, will er euch hereinlassen in die Himmelspforte oder nicht. Ich war sehr beeindruckt als 18-Jähriger damals. Und nachts habe ich ungut geschlafen, dachte, halt mal, was passiert jetzt, wenn ich sterbe? Und ich trete tatsächlich vor diesen großen Gott. Und der sagt mir, du bist katholisch erzogen worden, du warst in katholischen Schulen, in guten Schulen, du hast dich daran gehalten, trete ein in mein Reich, du hast den Katholizismus verteidigt. Oder sagt er mir, du bist katholisch erzogen worden, in guten katholischen Schulen, aber ich habe dir genug Intelligenz gegeben, um zu merken, dass das und das nicht stimmt. Warum bist du nicht aufgestanden dagegen? Warum hast du nicht geforscht? Weiche von mir. Da habe ich mir plötzlich gesagt, als Junge, wenn ich jetzt sterben würde, ich glaube, der liebe Gott, an den ich glaube, der möchte wissen, dass ich Wissen vermehre, Wissen lerne und nicht glaube.
Glaube ist Sturheit, die wir vermittelt wird, wissen. Und daher habe ich auch damals schon den Mut gegriffen, gegen meine eigene anerzogene Religion zu kämpfen. Sag, hallo, die Geschichten stimmen hier nicht, die wir so gemacht haben. Jetzt fragen Sie mich, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht an die Geschichte, nicht mehr an die Geschichte, dass irgendein Geist oder ein Gott vor uns steht wie ein Richter. Aber ich glaube, dass wir uns selber richten. Wir sterben langsam und das Bewusstsein wird irgendwie vergehen, sich vermutlich nicht ganz auflösen. Vielleicht ist das Bewusstsein eine Energiequelle, wo die Energiequellen, Energie löst sich nicht auf, eine andere Form annimmt. Das hielte ich noch für vernünftig, aber ich habe nicht den geringsten wissenschaftlichen Beweis dafür. Ich glaube, wir richten uns selbst, wenn wir sterben, dann fragen wir uns, was habe ich falsch gemacht im Leben? Was habe ich recht gemacht im Leben? Wenn ich jetzt noch länger leben könnte oder wiederkommen würde, würde ich das verbessern? Ich glaube, wir richten uns selber. Gibt es für Sie etwas, wo Sie sagen, ja, das ist ein ganz persönliches Tabu, weil davor haben Sie Angst, dass Sie sich damit beschäftigen? Weil die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen, die anderen ja Angst machen, haben für Sie ja etwas Spielerisches. Gibt es für Sie etwas, wo Sie sagen, das ist für andere spielerisch und da haben Sie Angst davor? Eigentlich nicht. Nein, ich hatte ja, wie so Milliarden andere Menschen, immer so eine Spinnenphobie. Ich hatte immer Angst vor Spinnen. Und mit der bin ich fertig geworden, ohne dass ich Spinnen berührt habe. Ich habe einfach den Spinnen befohlen, haut ab. Ich bin stärker, mein Bewusstsein stärker. Haut ab, verschwindet auch mit irgendeinem Abend oder einem Traum. Eine Spinne, dann bilde ich mir ein, ich jage einen Blitz auf die, das Ding ist explodiert, ist weg, so, ich habe das Zeug nicht mehr. Und Angst habe ich eigentlich, ich wüsste nicht vor wem, jedenfalls nicht vor dem Tod. Angst hat man und fürchtet sich, wie stirbt man, wie mühsam ist das auf dem Theater. Aber Tod, okay, ein Übergang, irgendetwas anderes. Und so wichtig war man dann auch wieder nicht. Irgendwann gehen wir alle. Eine Frage, die sich mir immer stellt, wenn ich mich mit Ihnen beschäftige, weil Sie sich so mit so vielen auch technischen Details beschäftigen und überlegen, wie das wohl funktioniert hat oder funktionieren könnte. Sind Sie jemand, der technisch begabt ist? Nein, also ich bin nicht so gut im Hammer und Nägel einschlagen. Natürlich kann oder dass Sie Ihr Auto selber reparieren oder sowas? Nein, auch nicht. Dazu bin ich eher zu faul. Es ist eine Faulheit. Man könnte das schon, man könnte das alles lernen. Bin ich eigentlich nicht. Das heißt, Sie sind in Ihrer Fantasiewelt und da... Schau, ich lese unglaublich viel. Nach dem Interview gehe ich ins Büro. Ich habe etwa 2 Stunden Zeit und dann kommt der nächste Termin. In den 2 Stunden Zeit, ich habe 2 Bücher von Genetikern vor mir. Ich will wissen, was ist der neueste Stand der genetischen Forschung? Wie weit könnten wir ins Genom eindringen? Wie schnell dauert das? Dauert das monatelang? Oder können wir das in 4 Stunden machen? Etc. Mich interessiert das. Mich interessiert alles, was irgendwo archäologisch gefunden wird. Da findet man irgendeine neue Grube und dann findet man ein Loch und dann kommen die ersten Datierungen. Göbeli Tepe zum Beispiel in der Türkei ist plötzlich 20.000 Jahre alt. Passt nicht in die Evolution her. Irgendwas Verrücktes taucht auch. Das interessiert mich. So, ich bin in meinem Gehirn immer lesen, 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 weiterbilden. Wenn ich Zweifel habe, versuche mit den betreffenden Personen Kontakt aufzunehmen. Erklärt mir das, ich begreife es nicht. Haben Sie Zeit für mich, Herr Professor? Und umgekehrt, ich will es einfach wissen, ich will es begreifen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das hat Ihnen im Leben am meisten Spaß gemacht? Also ist es das Forschen, ist es das Lehren oder sind es auch vollkommen andere Dinge, die mit dem, über was wir hier gesprochen haben, gar nichts zu tun haben? Also eine Seite von Erich von Dedigen, die Außenwelt gar nicht kennt. Auch mich kennt man. Mein Gott, ich trinke ganz gerne ein Glas Wein am Abend in der Bar. Ich unterhalte mich gerne mit völlig wildfremden Menschen und so. Und ich genieße das Leben eigentlich, aber immer sehr im Beschränkten. Also meine Genussmittel sind immer in dem Rahmen, dass ich genau weiß, am anderen Tag willst du klipp und klar denken können. Ich gehe nie besoffen ins Bett oder irgend sowas. Sie sind also ein sehr disziplinierter Mensch? Ja, ich habe einigermaßen Ordnung in meinem Kopf. Kennen Sie eigentlich Langeweile? Die versuche ich zu vermeiden. Wir haben schon darüber geredet, Ferien, das Hinterletzte. Meine Frau geht jedes Jahr in Urlaub, in den Sommer, hier in den Süden. Und hier ist ekelhaft kalt, eigentlich würde ich ganz gerne mitgehen. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Nicht finanziell, ist mir wurscht, ob ich jetzt 5.000 Franken ausgebe. Aber die Zeit, was soll ich da? In einem Hotel rumhocken, in einem Liegestuhl, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, wieso Millionen von Menschen das machen. Ich kann es nicht. Ich bin nicht dazu. Wenn Sie zurückblicken, 83 Jahre alt, das ist eine ganze Strecke und trotzdem geht die wahrscheinlich wahnsinnig schnell rum. Ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Zeit sich immer mehr beschleunigt. Und Sie sehen, wo Sie heute stehen. Hätten Sie damit gerechnet? Oder wundern Sie sich manchmal, wenn Sie auch sich in einem Buchladen selbst begegnen oder im Fernsehen, das bin ich. Gibt es Dinge, die an Ihnen fremd sind, die Ihnen selbst fremd sind vor sich selber? Mir sind die komischsten Sachen passiert. Also, irgendwann in einer Signierstunde sagte ein älterer Herr zu mir, ja, von Däniken, wissen Sie, ich kannte Ihren Vater noch. Ich dachte, völlig falsch. Ihr Vater hat das erste Buch geschrieben, Erinnerung an die Zukunft. Entschuldigung, das war ich. Das war nicht der Vater.
Oder in den USA, da hast du Vorträge, da sind oft 5000 Leute und mehr und hinterher Signierstunden. Und da kommen reizende Menschen und ich frage sie immer, nicht einfach aus Langeweile, ich möchte wissen, wer ist das, was machen sie beruflich? Ich frage immer zurück, ein paar Worte könnte man. Und viele Leute kommen aus dem Niveau von Akademikern, nicht alle, es gibt auch Taxichauffeure und einfache Leute. Und viele sagen mir dann, Herr von Däniken, Ihr Buch Erinnern an die Zukunft, auf Englisch heißt das Chariots of the Gods, hat mein Leben verändert, hat mein Denken verändert. Wegen Ihnen bin ich das oder das geworden. Es schlug ja auch damals wirklich ein wie ein Meteor, muss man sagen. Ja, schlug ein mit der Bombe, wurde dann sehr schnell kritisiert, wie gesagt, was zum Leben gehört, völlig normal ist. So. Ich betrachte das Ganze, was ich mache, so, schau, es gibt Politiker in jedem Land und in jeder Partei und es gibt Menschen, die mögen die Politiker und andere Menschen, die mögen dieselben Politiker nicht. Also irgendwer mag sein, Herr XY ist doch eine Sensation, eine Kanone. Und andere Menschen sagen, Herr XY ist ein Trottel. Dabei ist immer derselbe Herr XY, je nachdem, wie du ihn kennst. So. Und das ist bei Erich von Däniken genauso. Es gibt Menschen, die finden, das, was der macht, ist eigentlich ganz toll. Verdient Bewunderung und Beachtung. Und andere sagen, das, was der macht, ist doch ein fertiger Blödsinn. Was redet er für einen Unsinn daher? Das ist das Normale in diesem Leben. Wer das nicht begriffen hat, soll nicht an die Öffentlichkeit. Das heißt, Sie werben auch mit dem, was Sie von sich geben, das, was Sie denken, was Sie äußern, für Toleranz? Gott sei Dank, das mache ich immer. Ich werbe auch für die andere Ansicht. Also irgendwer erklärt mir, hallo, da und da ist diese Erklärungsmöglichkeit, die nicht unbedingt meiner entspricht. Das ist eine andere Variante. Herr von Däniken, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Letzte Frage, was machen Sie denn jetzt? Jetzt anschließend? Ja. Jetzt gehe ich ins Büro, bin gerade an 2 Büchern über Genetik. Die lesen Sie und danach? Und heute Abend habe ich ein Nachtessen mit irgendeinem Herrn aus Russland, den ich nicht kenne, den ich kennenlerne. Und dieser Herr aus Russland will mir irgendwelche Vorschläge machen über den Park, über dem wir gerade sitzen, wie man das modernisieren könnte. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Erich von Däniken, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Sie leiden nicht unter Arbeitslosigkeit und Sie haben sich diese Zeit hier aus den Rippen geschnitten und gehen gleich wieder zum nächsten Beruf über. Das heißt, Sie bleiben in Ihrem Beruf. Sie sind jemand, wo ich sagen muss, mit 83 topfrisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jemals in Rente gehen wollten oder würden. Danke für die Zeit. Danke Ihrerseits. Die Götter lieben mich. Das kann man sehen. Das war eine weitere Ausgabe von Boulevard. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.